Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. So Leute, rollt die Yogamatten aus, zieht euch die Muschelketten an, bürstet euch die Stressschuppen aus den Achselhaaren. Jetzt wird's ganz chillig, mal wieder hier mit Zart und Bitter. Wir senden direkt aus dem Sommerlöchlein. Oh Gott. Und Micha, bist du da? Ja. Hier ist Micha und hier ist Stefan. Hallöchen. Wieder eine absolute Katastrophe, deine Einleitung. Ich wollte es eben nicht sagen, im kurzen Vorgespräch, ja. Aber du hattest doch schon mal eine Einleitung gemacht. Ja. Das war Folge, was weiß ich, 25, der Android im Schlaf. Da hast du mal eine Einleitung gemacht mit Merkel-Marionette und bla bla bla. Ja, ja. Eine der schlechtesten Folgen aller Zeiten. Hat eine der wenigsten Klicks aller Zeiten. Echt? Aber liegt das in der Einleitung oder was? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Echt? Ja. Ich wollte es ja eigentlich nicht sagen, aber ich muss dich jetzt erstmal, die Frische, die wir jetzt wieder verspüren, weil wir jetzt endlich wieder eine neue Folge machen, Muss ich direkt erstmal wieder glatt bügeln und sagen, oder einen drüber bügeln. Wir sind leider nicht so eloquent und lässig, wie du das gerne hättest. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir sind aus der Zwangssommerpause, die du uns auferlegt hast, sind wir wieder raus. Wir wollten eigentlich gar keine machen. Was leuchtest du da eigentlich die ganze Zeit mit deiner blöden Taschenlampe rum? Ich stelle die Regler ein. Sagen, die Temperatur. Nein, ich stelle die Regler ein. Und bei dir in der Wohnung ist so dunkel, ey. Hast du immer so wenig Licht hier? Ich renne schon mit einer Taschenlampe durch deine Wohnung. Ja, aber was ist das? Das ist ja so eine Stirnlampe von so einem Pseudo-Night-Jogger oder was? Nein, das ist eine, was ist das eine Buchlampe hier. Eine Buchlampe? Ja, die steckt man so ans Buch und dann kann man abends lesen. Wie, hast du da mehrere von? Ja, willst du auch eine haben? Ich würde die gerne verschenken, verlosen. Ja, können wir machen. Ja, kann man gewinnen. In der 50. Folge machen wir ein großes Gewinnspiel. Ein Preis wird sein, eine Buchlampe, handsigniert. Von dir. Von Micha und Stefan. Ja, okay, von uns beiden. Oder von uns beiden. So, wir sind jetzt wieder zurück hier bei Zart und Bitter. Du wolltest noch ein Intro machen. Ich wollte kein Intro machen. Ach so. Ich wollte so quasi die Einleitung. Ich wusste, das wird nichts, wenn du hier die ersten Sätze raushaust. Der Talk stand übrigens noch echt. Der stand auf der Kippe, ich weiß. Stand auf der Kippe, ja. Ich habe eine Nachricht von dir bekommen. Wir haben uns jetzt nach Wochen des Draufdrängens haben uns jetzt geeinigt, dass wir jetzt heute endlich nochmal ein nach dem Sommerpausen nach dem Sommerlochpausending endlich wieder eine Folge machen und dann kommst du an mit, ich kann nicht, ich habe Wasser im Ohr. Was? Ja, Moment, ich war im See schwimmen und bin dann irgendwie so getaucht und habe mich so komisch unter Wasser gedreht, dass so mein Ohr, ich habe so richtig gehört, wie das so, es ist so voll gegluckert und dann ist so das ganze Seewasser so in mein Gehirn gelaufen. Ja, genau. Und also so hat sich das jedenfalls angefühlt und das tat so extrem weh und das hatte ich vorher noch nie. Und dann lag ich so, bin ich so aus dem See raus und lag dann so gekrümmt so auf dem Rasen und um mich rum war nur so Omas? Also Rentner, so Campingplatz-Typen. Und die haben mich dann alle so angeguckt und gedacht, was hat der Typ, der krümmt sich so auf dem Rasen und so. Aber auf was, und, was für einem See gehst du, Stefan? Warum gehst du nicht zu so einem See, wo, ich sag mal, Strandboys sind oder Badenixen oder so? Warum gehst du zu so ollen Campern? Weil das, die anderen sind total überfüllt und das ist ein wunderschöner See, das ist der Laacher See. Und da kann man wunderbar, das Wasser ist traumhaft und mir ist das auch egal, ich brauche keine. Da habe ich einen Segelschein gemacht. Um mich rum. Auf dem Laacher See habe ich einen Segelschein gemacht. Ach, da hast du den gemacht? Ja. Das waren so. Ich habe heute noch an dich gedacht und dachte, Mensch, ey, wenn der Micha dabei wäre, dann könnten wir jetzt ein Segelboot ausleihen. Nee, wenn ich meinen Führerschein dabei gehabt hätte, hätten wir ein Segelboot. Ich hätte stattdessen bin ich mit so einem scheiß Schlauchboot rausgepaddelt und dann kam so eine Windböe und dann war ich irgendwie so 40 Kilometer weit woanders. Man musste erstmal wieder zurückpaddeln. Und ich dachte mir so, wenn jetzt der Michael das wäre so segeln. Geil, dann könnten wir zurücksegeln. Also ich habe für den Segelschein habe ich gebraucht, ich glaube, das ging so im, also sagen wir mal ein halbes Jahr. Das war eines der schlimmsten halben Jahre, es lag nicht nur am Segelschein, aber es war eines der schlimmsten halben Jahre aller Zeiten, als ich diesen Segelschein gemacht habe. Ich habe jede einzelne Sekunde im Segelboot gehasst. Wieso machst du das dann? Weil ich mich selber quälen wollte. Okay. Das heißt, ich wollte mir beweisen, dass ich das kann. Also quasi ein Sado-Schein hast du gemacht. Du hast den Sado-Schein gemacht. Ja, so ungefähr. Kann man so sagen. Und das war in so einer blöden Nussschale. Segeln ist so sinnlos. Das war ja Sport. Was soll das? Sportsegeln ist das ja, Stefan. Ja. Das ist ja mit, das hat dann so eine, wie nennt sich das nochmal, wenn das sich so neigt?
Krill, nenne ich Krill. Krim. Kippe. Krimmung. Krümmung. Krimmung. Echt? Krimmung. Das ist, ja. das Boot krimmt ach so, oder krillt. Keine Ahnung. Scheiße, ich kenne die Begriffe nicht mehr genau. Aber wenn, ja, aber das hatten wir schon mal in der Folge. So neigt. Diese übertriebenen ne? Begriffe, ne? Ja, ja, das hatten wir schon mal. Das will ich jetzt nicht. Hab ich damals schon gehasst. Ja, ja. Aber wenn sich das Boot so neigt und sich dann in den Wind legt und das Segel so ganz bauchig ist, dann geht das so richtig mit Highspeed. Ich habe das Gefühl gehabt, das wären so 70 km/h gewesen. Ja, aber ist doch super. Es waren höchstens so, sagen wir mal, 25 bis 30. Und ja, ich habe es trotzdem gehasst. Warum? Weil du so das Gefühl hattest, du ertrinkst gleich. Zu aufregend. Oh Mann, zu aufregend. Gut, dass du unseren Podcast hier machst, der hoffentlich nicht so aufregend ist. Ach, Gott sei Dank ist der überhaupt nicht aufregend. Ja. Hier, ich wollte noch eine Sache sagen. Noch eine Sache. Ich hol gleich die Fliegenpeitsche raus. Die elektrische. Ja. Okay, ich lasse das jetzt mit dem eine Sache sagen. Ich, diese Sache mit dem Ohr heute, ja. Ja. Warum bist du nicht auf einem Bein gesprungen? Habe ich alles versucht, das hat nicht funktioniert. Es war wirklich extrem und das tat höllisch weh. Hattest du da Algen im Ohr oder was? Weiß ich nicht, mir ist da Wasser rein. Ich hatte das noch nie und dann dachte ich so, was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt auch wieder so ein Altersding, wo ich dachte, jetzt bin ich jetzt schon so alt geworden, dass mir schon so Wasser beim Tauchen ins Ohr gluckert. Das haben doch auch Kinder, und das hat jeder. Ja, weiß ich nicht. Aber nur du stellst dich da deswegen so an. Ja, ich mache mir da schon so ein bisschen Sorgen, weil mir ist auch neulich wirklich was passiert. Ich habe neulich, und das war echt, und da habe ich dann wirklich nachgedacht und gedacht, so scheiße, werde ich jetzt echt alt. Kennst du bei DM diese Einkaufswagen? Die sind, oder bei einem anderen Laden. Nein, bei jedem, Lupe gibt. Da gibt es so eine Lupe. Yeah. Und ich habe tatsächlich neulich diese Lupe benutzt. Und das war so ein Punkt, wo ich auch lange danach habe ich bin eigentlich so nach dem Einkaufen bin ich so zusammengebrochen innerlich und musste mich so auf so eine Bank setzen und darüber nachdenken, dass ich gerade diese Lupe benutzt habe. Aber auf so eine Bank setzen ist auch wieder opermäßig. Ja, ne? Dass ich diese Lupe bei diesem DM, also es benutzen eigentlich nur so Omas, die dann so, hör mal, was kostet denn hier, kostet hier der Dinkelhafer? Und Dinkelhafer? Ja. Also entweder ist es Dinkel oder Hafer. Ja, oder die fragen dann halt, keine Ahnung, die gucken sich die Produkte an und ich fand es irgendwie erschreckend. Was musstest du dir denn durchlesen? Weiß ich nicht mehr, das war so was ganz Kleingedrucktes. Ich kann mich an das Produkt nicht mehr erinnern. Ich glaube, das war, fällt mir jetzt nicht ein. Warum machst du dann kein Foto mit deinem Handy und vergrößerst das Foto? Weil da einfach die Lupe war und das war geil. Ich dachte so, geil, benutze ich. Zuerst fandst du es praktisch und dann? Es gibt noch eine andere Sache, wo ich auch neulich drüber nachgedacht habe, oh scheiße, jetzt werde ich wirklich auch, ist wieder so ein Schritt älter geworden. Hast du jemals das Gefühl gehabt, du hast eine elektrische Zahnbürste? Natürlich. Ja, und hast du jemals das Gefühl gehabt, die kitzelt dich so beim Zähneputzen? Also, dass du so. Überempfindlich. Ich habe seit Jahren nie Probleme mit elektrischer Zahnbürste. Und jetzt plötzlich? Ja, und dann neulich habe ich mir die Zähne geputzt und habe dann plötzlich gemerkt, das kitzelt voll im Gesicht. Weil so das ganze Gesicht, weil meine Haut ist schon so erschlafft, dass so das ganze Gesicht so vibriert und dann kitzelt so mein ganzes Gesicht. Vielleicht hast du die irgendwie auf. Und da merkt man so, man ist nicht mehr 20. Auf Turbo eingestellt. Nein, das ist einfach, weil ich älter geworden bin und das Gesicht ist nicht mehr so extrem straff wie mit 20. Es ist nicht mehr so elastisch, dass es jetzt vibriert. Es vibriert mit der Zahnbürste mit. Und das kitzelt so leicht und das ist ein Zeichen davon, man wird älter. Ja, man hört es. Zart und bitter sind zurück. Wir sind aus der Sommerpause zurück und wir gehen jetzt wieder so richtig. Wir sind gut gelaunt und wir sind gut drauf. Und Stefan, du kritisierst schon wieder, dass ich hier einen auf Karlauer mache oder was? Nee, wieso? Ach so, ich dachte, das war jetzt irgendwie so. Wir sind jetzt gut in den Talk reingekommen. Ja, es geht hier um Altersangst und Lupen und elektrische Zahnbürsten und Wasser im Ohr. Fängt gut an. Ja. Glückwunsch, dass wir so gut aus der Sommerpause rausgekommen sind. Mhm. Apropos Sommer, warst du eigentlich in den Sommerferien? Hey. Irgendwo weg? Ich hatte keine Sommerferien. Ach so, du hast durchgearbeitet. Ich habe noch keinen Urlaub gehabt. Ah, interessant. Ja. Ich habe im Oktober Urlaub, 4 Wochen. Also ich war ein paar Tage weg. Ich und weiß. Habe in so einem Apartment gewohnt. Ja. Und da waren extrem viele Mücken und das war echt heftig. Also es war wunderschön, wir waren am Strand in Belgien und so, aber diese Mückenplage, also so Mücken nachts im Zimmer, kennst du das? So, wenn die dann so summen und dann schläfst du so und plötzlich kommt so langsam so eine Mücke an dich ran. Und dann kommt die immer näher und dann so und dann ist die so um dich rum und du kannst die ganze Nacht nicht pennen, weil die immer weiter um dich rumfliegt. Und da habe ich. Kommt da noch mehr oder willst du einfach nur sagen, dass Mücken nachts störend sind?
Ja, da kommt noch insofern mehr, dass ich am nächsten Morgen die Mücken totgeschlagen habe. Boah. Und die waren so vollgesogen mit Blut, so. Dass das war das so eine ganze weiße Tapete voll. Es war wirklich so, es sah wirklich aus, als hätte da so ein Mord stattgefunden. Also wäre irgendwie die Kriminalpolizei reingekommen, die hätte auf jeden Fall die Spurensuche. Ja. Wie viele waren das? Wie viele Blutflecken? Ich weiß nicht, viele. Aber die waren so riesig, die Mücken, und so fett, und die waren so vollgesogen mit Blut. Und es war dir auch scheißegal, wenn dann andere Leute dann in das Apartment kommen. Ich habe das danach sauber gemacht und so. Wie willst du das sauber machen? Ja, was weiß ich, mit Wasser. Geht und so. Das? Ja, so ein bisschen. Verschmiert das nicht immer weiter? Ja, es war nicht so optimal. Hast du jetzt nicht eine rosa Tapete da hängen? Nee, das verging schon so ein bisschen, konnte ich sauber machen. Okay. Hat funktioniert. Okay. Aber ich fand es extrem. Und da habe ich mir, genau, und dann habe ich mir überlegt, deshalb erzähle ich das Ganze. Mhm. Ich habe mir überlegt, was kann man dagegen machen? Was gibt's? Ich habe mir dann so ein Mückenspray geholt, wo man so den Körper einsprayt. Das funktioniert überhaupt nicht. Die kommen trotzdem und schwirren um dich rum. Es gibt doch so ein gelbes Zeug zum Sprühen. Das funktioniert schon. Funktioniert überhaupt nicht. Ich habe das schon mal benutzt. Hat funktioniert. Wie heißt das nochmal? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir irgendwas geholt. Das riecht so nach Alkohol. Ratatat oder sowas. Ratatouille. Hast dich mit Ratatouille eingeschmiert. Ja. Und ich habe auch immer so die Mücken an mir saugen lassen. Also ich wollte so, dass sie sich voll saugen, damit die dann satt wegfliegen und mich in Ruhe lassen. Und langsamer sind. Nee, dann kann ich einfach pennen. Das macht man doch mit Blutegeln, macht man das. Ja. So eine Therapie. Ja, und diese Therapie habe ich versucht auch durchzuführen und dachte dann so, ja, die Mücken fliegen dann weg und pennen und sind satt. Aber das war nicht so, die kamen immer wieder zurück. Kannst du mir das erklären? Warum ist das so? Die haben sich abgewechselt wahrscheinlich. Die haben gesagt, ich bin so voll, du musst übernehmen. Und dann kam die nächste. Okay. Die saugen ja übrigens nur die Weibchen. So, und jetzt meine, ach wirklich? Ja. Und die Männchen? Die nicht. Was machen die? Was saugen die? So Nektar, echt? Blütenpollen, was ach weiß ich, so. Irgendwas. Oder gehen an Obst. Okay, interessant. Weil die, wusste ich nicht. Die Weibchen brauchen das doch, um Larven, um Eier zu bilden. Mhm. Nur wenn die Blut getrunken haben, können die Eier bilden. Ich habe auf jeden Fall, sehr interessant. Ja. Ich habe auf jeden Fall, so jetzt, wieso ich das erzähle, ist, ich habe mir dann irgendwann überlegt, so, was kann man machen, um diese Mückenplage zu beenden und nachts wieder ruhig schlafen zu können, weil nichts funktioniert. Ja. Und da habe ich mir überlegt, wie geil das wäre, wenn man so eine Brille erfinden würde, so eine Infrarotbrille, die man dann, weil es bringt ja nicht. Ich bin dann auch einmal aufgestanden und bin dann nachts irgendwie um 3 Uhr durchs Zimmer eine halbe Stunde und habe versucht, die Mücken totzuschlagen. Das funktioniert gar nicht, weil du bist auch viel zu müde. Und elektrische Fliegenpatsche. Ja, das funktioniert alles nicht. Die ist super. Du findest die auch nicht und die sind einfach, die verstecken sich dann und dann rennst du da eine halbe Stunde durchs Zimmer, bist total wach danach und funktioniert nicht. Und deshalb habe ich mir überlegt, wie geil so eine Erfindung wäre, wenn du einfach so nachts das Licht auslässt und dann ziehst du dir so eine Infrarotbrille an. Und guckst da so durch und dann sieht man so, weißt du, wie Terminator. Wenn Leute so aus dem Hubschrauber so. Nachtsichtkamera. So Nachtsichtkamera, so Leute. Wärmebild. Ja, so Wärmebild, genau. Und dann, ich weiß nicht, sind Mücken warm? Und dann könnte man diese. Auf jeden Fall sind die warm. Das wäre doch genial. Und dann könnte man durch diese Brille sehen, wo die Mücken langfliegen und die dann einfach alle killen. Wäre das eine geile Idee? So eine Mücken-Infrarotbrille? Ich glaube. Ist das eine geile Idee? Können wir das machen? Ich glaube, die sind zu klein dafür. Du meinst, die sieht man dann nicht. Das ist eine verdammt kleine Wärmequelle. Ja, da muss man die so empfindlich einstellen, diese Brillen, dass die so ganz krass leuchten in der Kamera. So radarmäßig, genau. Sowas brauchst du. Und dann kann man die totschlagen und das wäre ideal. Ich glaube schon, das würde sich gut verkaufen, oder, so eine Brille. Oder hol dir einfach eine Fledermaus, die in deinem Schlafzimmer lebt, die frisst die dann. Weil die haben nämlich Echolot. Ach komm, das ist jetzt albern. Das ist doch jetzt albern. Fledermäuse gehen mit Echolot. Ja, okay. Die haben Ich kriege aber nicht so eine Fledermaus nicht immer einen Schlafzimmer. Die stoßen irgendwie einen Schrei aus der Nase nach oben und aus dem Mund nach unten. Ja. Und dann können die quasi so ein räumliches Bild von dem Echo über ihre Ohren entstehen lassen. Irre. Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass man irgendwie sowas für Menschen baut und dann sieht man, wo die Mücke ist oder so. Und das wird dann irgendwie angezeigt. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass wenn man das ausgereift entwickeln würde, so eine Brille, und die dann hängt die dann irgendwie im Supermarkt oder im DM und dann steht da drin, die Mücken-Infrarotbrille würde sofort gekauft werden, glaube ich schon. Ja. Auf jeden Fall mehr gekauft werden als deine Quurst. Frag doch mal deinen Investor-Kumpel Thelen. Frank Thelen. Und dann kannst du mit dem und Ralf Dümmel das irgendwie zum Aldi hängen. Wer ist denn Ralf Dümmel? Ja, das ist auch so einer von der Löwenhöhle. Kenn ich nicht. Und der hat immer die guten Connections zu den Discountern und dann hängt das dann da irgendwie Kerns-Infrarot-Laser-Brille für
den ruhigen Schlaf. Und dann herzlichen Glückwunsch, dann ja. gratuliere ich dir dann zu deiner ersten Million. Aber okay. jetzt möchte ich nochmal wissen, ja. wie geht's dir denn jetzt mit dem Wasser im Ohr? Ist jetzt alles in Ordnung? Weil irgendwelche 80-jährigen Leute schwimmen durch den Ärmelkanal und du gehst einmal in so einen See. Okay, ich würde da in den See wahrscheinlich gar nicht reingehen. Also gerade als ich hier reingekommen bin. Weil ich Wassersport verabscheue, aber trotzdem, ja. dann brichst du zusammen, weil du Wasser im Ohr hast. Ja, es war einfach, ja. es war einfach, es kann passieren, es war einfach doof, weil dann auch der ganze Tag kaputt war. Aber wie es mir geht. Der ganze Tag war kaputt, ja, deswegen. Ich musste nach Hause fahren. Ja. Ich musste wirklich nach Hause fahren. Es ging nicht mehr. Schmerzen sind zu groß. Ja. Wir müssen fahren. Er bringt nichts mehr. Ich konnte nichts mehr machen. Kann sich das Ohr auch so aufziehen? Ich habe alles probiert. Ja. Ich bin sogar auch mit so einem Stroh, mit so einem Grashalm in mein Ohr rein. Irgendwie so 4 Zentimeter ich war so fast irgendwo in dieser Gehirnmuschel drin. Ja. Habe versucht, da diese Wasserblase irgendwie aufzupieksen. Aufzupieksen. Das hat alles nicht funktioniert. Ich bin auf dem Bein rumgehüpft und so. Aber jetzt gerade, als ich zu dir noch reinkam, da habe ich plötzlich gemerkt, wie sich hier noch was gelöst hat. Ach, super. Und da ging es mir auch direkt besser und deshalb geht es mir auch jetzt wahnsinnig gut und wir können super endlich unseren Talk starten. Ja, wir haben einiges. Jetzt können wir jetzt endlich mal anfangen. Wir haben einiges vor. Ich habe musikalisch einiges vor. Dann habe ich noch einen Film für unsere Filmecke dabei. Ich habe Psychotests mitgebracht. Ich möchte dich demaskieren. Ich möchte dir etwas entlocken. Und dafür habe ich 2 kleine Psychotests mitgebracht. Okay. Dann haben wir noch die Traumstunde. Du bist mal wieder dabei. Ich habe wieder was geträumt, ja. Total weirden Traum, nehme ich mal an. Ich kenne ihn nicht, aber ja, die sind doch meistens etwas seltsam von dir. Doch, es ist schon etwas. Und ja, womit wollen wir anfangen? Weiß ich nicht. Micha, was okay, dann fang ich einfach mal an. Und zwar habe ich war ein bisschen im Überschwang, habe ich bei Twitter gefragt, habe ich einfach so einen Post von uns gemacht und es gab ein paar Leute, die haben darauf reagiert und habe geschrieben, über welchen Metallica-Song sollen wir bei Zart und Bitter mal ausführlich sprechen. Ja. Ist auch geil, dass wir wieder über Heavy Metal jetzt reden. Ja, ja, ja. Aber ja, es geht halt nicht anders. Ja, es geht nicht anders. Ich hab auch gedacht, da hätte ich mir einfach einen anderen Talkpartner aussuchen müssen. Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht interessiert es keinen oder so. Aber es gab dann doch einige Reaktionen darauf. Und ich war zuerst ein bisschen enttäuscht, weil die meisten Leute, oder das war jetzt keine Abstimmung, da haben einfach ein paar Leute reingeschrieben. Ja. Und das ein oder andere Mal, und da gab es dann auch ein paar Likes für, war Nothing Else Matters. Okay. Und dann habe ich dann zuerst gedacht, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil das ist ein Lied, was jeder kennt. Ist auch das einzige Lied, was ich von Metallica kenne. Ja, wahrscheinlich. Du kennst noch ein paar mehr. Du hast ja auch schon bei 2 oder 3 Metallica-Abenden gesessen und dir doch ein paar Lieder reingezogen. Aber du hast dann wahrscheinlich einfach nur gechillt, dein Bier genuckelt, deine Bratwurst geleckt. Ja. Und das Musikalische war dir vollkommen egal. Ja. Aber genau, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, so von wegen, ja, das Lied kennt wirklich jeder. Aber du nimmst es. Ich nehme es natürlich und ich habe dann auch drüber nachgedacht, weil es ist schon ein Lied, was mir auch viel bedeutet. Das war das allererste Lied, was ich von Metallica jemals gehört habe. Das war ja in diesem großartigen Musikjahr 1991, wo das Black Album, wo das auch drauf enthalten ist, Lied Nummer 8, das muss ich nicht extra betonen, das weiß jeder, wo 1991 gigantische Musik rauskam. Also wenn du damals MTV geguckt hast, da konntest du noch richtig was erleben. Ja. Was weiß ich, da konntest du. Kann man das heute nicht mehr, oder was? Also MTV brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, aber ich meine. Gibt es überhaupt noch? Ja, aber es kommt doch immer noch. Ja, aber jetzt mal gerade 1991, wir müssen jetzt nicht über R.E.M., Guns N' Roses, Pearl Jam, Metallica, Nirvana und so weiter diskutieren, was 1991 als rauskam. Das stimmt. Einfach unglaublich. Ja. Und, stimmt, sowas so extrem gibt es eigentlich nicht mehr. Ja, und quasi halt so Alben, die immer noch bedeutsam sind. Was weiß ich, das beste Album von den Red Hot Chili Peppers kam auch da. Oder war das? Ja, doch. Ja. Ja. Weiß ich noch, Blood Sugar Sex Magic. Ja, aber so ganz anders geschrieben, glaube ich. Dieses Magic, glaube ich, anders geschrieben. Warte, ich weiß noch, als ich damals das erste Mal auf so einer Party war und dann lief Red Hot Chili Peppers. Mhm. Und ich hatte das vorher noch nie gehört. Noch nie. Ja. Und dann lief plötzlich so dieser Song und dann dachte ich so,
Alter, was ist das denn für eine krasse Mucke? Warum ist das so lässig? Was ist da denn los? Irgendwie, das war so neu und so anders und das war so eine Weltrevolution eigentlich fast. Also das hat das hat schon echt viel verändert. Welches Lied hast du denn da gehört? Weißt du es noch? Weiß ich nicht. War das Give It Away? Genau, das. Ja. Zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, aber. Get away, get away, get away, nah. Ja, heißt es so? Ich glaube, es heißt so. Naja, jedenfalls Ende 1991, Anfang 1992, da war ich war da noch sehr jung, ich war 11 Jahre, ich bin ja auch jünger als du. Dann habe ich dann bei MTV dieses Lied dann zum Beispiel gehört. Metallica, Nothing Else Matters. Ich hatte zwar schon andere Sachen gehört, von Iron Maiden über Nirvana auch, aber das fand ich irgendwie. Zum Beispiel Nirvana fand ich, ich sag mal, kindgerechter. Das ist auch ein jüngerer Typ gewesen und die waren frech und so. Aber dann dieses Nothing Else Matters, dieses Intime und dieses seriöse, ernsthafte von diesen vier super erwachsenen Männern, die man dann da in diesem Video sehen konnte. Ja. Und das Video war auch eher auch noch so dokumentarisch von den Produktion, also von den Aufnahmen, wie die entstanden sind. Hast du das Video vor Augen? Nee, weiß ich gar nicht mehr, wie das ist geht. Ja ein Video, was quasi aus dem Tonstudio heraus mit Aufnahmen von der Produktion. Also total sensibel und intim. Das ist ja Aufnahmen zu sehen von einer Band, das hat ja was Intimes. Ja. Und damals waren die Typen keine 30 Jahre alt, aber die kamen mir damals so vor wie so super Erwachsene, wie so in Lederkutten gekleidete, langhaarige Männer. Und die haben mich dann, wo ich irgendwie 11 war, schon etwas irritiert oder ich sag mal eingeschüchtert. Warum? Weil die so erwachsen waren? Weil die so erwachsen waren. Ja, aber dein Vater war auch erwachsen. Hat er dich auch irritiert? Verstehe ich nicht. Aber das ist was anderes, wenn man dann Musik hört und irgendwie im Kopf hat, die gefällt mir irgendwie, die Musik. Und die berührt mich irgendwie. Aber darf ich die gut finden, weil ich bin ja noch ein Kind. Darf ich solche erwachsene, reife Musik gut finden und hören? Bin ich da nicht zu klein noch für? Okay. Sowas ist mir da durch den Kopf gegangen. Yeah. Und das ist ja so ein zartes Lied. Weißt du, wie die erste Textzeile, wie geht die erste Textzeile? Hast du die im Ohr? Wie ging die nochmal? No matter, no fear away. Ja, so ähnlich. No matter, man. Ja, so ähnlich. So close, no matter. So close, no matter how far away. Genau. Ja, genau, sowas. Und das ist ja so ein toller Satz. Ja. Und sowas Liebevolles und Zärtliches. Ja. Dann von so einem langhaarigen Mann mit Bart, mit Schnurrbart, der so ein bisschen über den Mund geht. Ich fahr mir gerade selber durchs Gesicht. Ich bin ja jetzt über 10 Jahre älter, als James Hetfield damals war. Echt? Aber ja, der war keine. War der noch so jung, oder? Ja, klar, die waren alle damals keine 30. Das war 1991, das ist fast 30 Jahre her. Ja. Wie kann man denn mit 30 schon so gut Musik machen? Ja, die haben auch schon mit 22 so gut Musik gemacht. Hä? Aber verstehe ich nicht. Die haben doch nur 5 Jahre Zeit, um Gitarre zu üben, um so gut zu werden. Ja, das frage ich mich auch manchmal. Das frage ich mich echt jemand, manchmal. Der als Jugendlicher oder als Kind und dann schon so ein riesiges Musikverständnis hat, der dann irgendwie sagt, hier machen wir 4/4, natürlich 4/4 ist das Übliche, aber hier machen wir den 6/8, da machen wir hier, da machen wir den Tempowechsel, da machen wir hier ein bisschen was Jazziges rein. Ja, und vor allen Dingen diese Fingerfertigkeit auf der Gitarre und so. Ja, und das musst du doch erstmal 20 Jahre lang üben. Die Fingerfertigkeit ist das andere, aber auch dieses musikalische, viele machen das ja auch ohne genau zu wissen. Ja, also ich verstehe mich auch, wie kriegst du sowas mit 20 schon hin, ne? Ja, manche sind halt total talentiert und die wissen gar nicht so genau, wie so ein Musikaufbau und so Musiktheorie funktioniert, aber machen dann instinktiv das trotzdem so, dass es auch, ich sag mal, auf dem Papier gut aussieht und nicht nur sich im Kopf gut anhört. Und ja, und Nothing Else Matters ist natürlich auch so super, super gut produziert und so toll gemischt. Und dieses Songwriting, wie die Strophe, die ist ja gehaucht und geflüstert. Ja. Und der Refrain, wer heißt das? Refrain? Ich weiß nie, wie man das ausspricht. Refrain? Würde ich auch so sagen. Aber das fühlt sich immer komisch an, das zu sagen. Also Refrain ist rheinländisch. Das ist bei Casala und bei Blackfoot. Das ist Refrain. Ja. Aber in USA oder im Englischen sagt man auch manchmal Chorus dazu, oder? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Könnte sein, ja. Aber sagen wir mal Refrain. Im Refrain, der wird halt quasi geschrien, aber
leiser aufgenommen, beziehungsweise abgemischt. Okay, du hast aber echt ganz und genau dies, in diesen Song reingehört. Und das, ja, natürlich. Und das Geflüsterte oder das leicht Gesungene ist dann halt entsprechend laut abgemischt. Und dann ist das ist ja irgendwie 6 Minuten 40 oder 6 Minuten 30 lang. Und wurde ja für das Radio, wenn man das mal in Deutschland damals im Radio gehört hat, dann war das ja gekürzt. Ja. Dann war ja das sehr, sehr wundervolle Gitarrensolo am Ende, ist ja rausgeschnitten. Und ja, das hört irgendwie nach 4 Minuten auf. Ja, natürlich, weil das ein ist Song, so, der länger als 4 Minuten im Radio dauert, den kannst du nicht spielen. Ja, das ist so ein super Ärgernis. Da habe ich mich ja damals, war ich ja richtig wütend darauf, wenn es damals schon irgendwie, wenn ich damals eine E-Mail-Adresse gehabt hätte, hätte ich direkt irgendwie zum WDR geschrieben oder so. Okay. Nee, Quatsch, ich habe es einfach, ich war einfach sauer und fand es total bescheuert, weil dieses Solo ist natürlich gigantisch und dass die dann halt auch noch die, ich will nicht sagen die Eier haben, wie könnte man noch sagen, die Mut haben. Ja, genau, den Mut haben. Das war jetzt einfach. Danke. Ne? Ja. Dass die noch den Mut haben, am Ende des Liedes, wo es eigentlich schon vorbei sind, dann noch eine Strophe hinten dran zu setzen. Wieder ohne Schlagzeug, ohne irgendwas. Ja, aber das ist auch, Michael, das ist ja auch völlig klar. Die machen Musik für ihre Metal-Szene. Die machen keine Musik fürs Radio. Also, ich meine, heutzutage machen die, Pop-Songs sind alle produziert, um im Radio zu laufen. Ja. Und natürlich machen die genauso, legen die genauso fest und bauen die so auf, dass die im Radio perfekt laufen und da eingebettet werden können. Ja, genau. Nicht zu lang. Ja, und bloß nicht zu viel nicht Intro. Zu viel, das muss irgendwie nach 10 Sekunden muss das knallen. Ja, oder so, und ne? Dann ist immer derselbe Aufbau, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Ende. Ja. Also ich meine, das ist ein Metal, ich weiß, du willst das nicht hören, aber Metal ist eine Nischenmusik. Das hören nur irgendwelche Mettler. So, ich meine, gut, du würdest jetzt sagen, es gibt total viele Mettler, aber das ist einfach kein Mainstream. Und die können dann ihre Lieder so lang machen, wie sie wollen, weil die Fans hören sich das eher. Ja, die haben natürlich da eine ganz andere Freiheit. Ja. Aber ich sag mal, Metallica, das schwarze Album, das war irgendwie weltweit, was ja, weiß ich das, wo. Ein paar Lieder sind auch im Radio mal gelandet, eine Zeit lang. Ja. Aber mittlerweile laufen die auch nicht mehr im Radio. Ja, ist ja mal egal. Aber also ich weiß nicht, Nothing Else Matters ist wirklich ein Song, ich glaube, den habe ich irgendwann neulich nochmal im Radio gehört. In einem normalen 0815 Radio. Und was hast du gefühlt dabei? Fandest du es gut? Ehrlich gesagt, man erinnert sich so ein bisschen an die Zeit damals. Aber der Song ist halt auch ausgelutscht. Nein, finde ich. Total. Finde ich überhaupt überhört, nicht. Tot gehört. Mm-mm. Wie oft habe ich schon diesen Anfang gehört, das ist ja so ein spanisches Gezupfe da am Anfang. Und dann, ja, so Flamenco, Flamenco nicht, aber irgendwie so mit so Gezupfe geht's dann los. Es geht mit, wie du sagst, ganz, das so mit Gezupfe so geht das los. Akustikgezupfe. Und dann kommt so, um das jetzt böse, die Heavy-Metaler, die singen ja alle nicht schön, sondern immer böse. So ein bisschen böse singen die. Ja. Und dann geht so der böse Gesang los. Das ist doch kein böser Gesang. Ja, so ein Quatsch. So ein bescheuerter Quatsch. Ja, aber Micha, du hast hier. Ich sehe die Schlagzeile. Zart und bitter blamiert sich. Das ist so spanisches Gezupfe. Ja, aber also, Micha. Das ist so hast peinlich, was du sagst. Ja, ist auch peinlich, weil ich der Mainstream bin. Ich bin der Mainstream und wir haben wir eine offene Aussprache zwischen einem Insider aus einer Insider-Nischen-Musikecke und ich bin halt ein stinknormaler Mainstream. Ich würde sagen, 99% unserer Hörer sind keine Mettler. Ja. Die hören gar nicht Metal. Ist ja mal, und die würden egal, das genau, die würden Metal das genauso hört und wer nicht Metal. Ich weiß, aber die würden das genau so erklären wie ich gerade. Spanisches Gezupfe. Ja, und dann böser kommt der böse Gesang. Ja. Naja, also so siehst du das anders, oder was? Das Gitarrenintro, das ist ja naja, böser Gesang ist jetzt, das ja, stimmt. Ja, ist okay. Nehme ich zurück. Aber es ist halt männlicher Heavy-Metal-Gesang. Ja, kann man schon sagen, ja. Ist jetzt keiner. Moment mal, männlicher Heavy-Metal-Gesang? Ja, es ist jetzt nicht so, also James Hetfield ist jetzt kein Stimmwunder. Wie jetzt zum Beispiel, um mal in der Zeit zu bleiben, Freddie Mercury von Queen, okay, der wirklich singen konnte. Freddie Mercury, klar, aber man muss kein Stimmwunder
Stimmwunder sein. Um Heavy Metal zu singen, das stimmt. Genau, erstens mal gibt es nicht viele Stimmwunder, das ist vielleicht eine Handvoll. Und um ein guter Leadsänger zu sein, brauchst du natürlich eine kraftvolle Stimme, eine gute Stimme und auch eine Stimme mit Wiedererkennungswert, aber in erster Linie Gefühl. Okay. Ja? Und das bringt er da total gut rüber. Und das Intro, das ist ja offen gespielt, also die E-Seite und dann, tja, die unterste Seite ist auch E. Das stimmt, weil ich habe es selber auf Gitarre oft genug gespielt. Ja. Also ich, guck mal, das muss man mal überlegen. Du wirfst mir jetzt hier auch ein bisschen vor, ich bin total ahnungslos und habe keine Ahnung. Das hast du selber gesagt, dass du ahnungslos bist. Ja, ja, aber. Spanisches Gezupfe. Aber, ja, weil ich habe es ist wirklich spanisches Gezupfe. Also nicht Spanisch, das ist nicht Spanisch, aber. Das hat doch nichts mit Flamenco zu tun. Nein, überhaupt nicht, sage ich auch gar nicht. Ja. Aber es ist ein akustisches Zupfen und dieses auf diesem offenen E-Akkord zupfen. Mhm. Diese Open Tune nennt man das. Ja. Das kommt tatsächlich aus der spanischen Musik. Und wirklich, und ich habe diesen Song, ich konnte den Song mal bis zur Mitte spielen auf Gitarre. Mhm, gut. Also gut. Ich wirklich, ich bin jetzt nicht total ahnungslos musikalisch. Ja, ja, ich habe das wirklich, in der Hinsicht habe ich wahrscheinlich, war ich schon weiter als du. Weil du, konntest du den Song mal auf Gitarre spielen? Ja, aber noch nicht mal bis zur Mitte. Okay. Aber schon so eine Minute. Und also nicht nur die offenen Seiten. Ab da, wo der dann so hart wird, ne? Der Song. Ja. Ja, der wird eigentlich nur einmal hart. Naja, der zum wird. Zum Ende hin zum Solo. Das erwarte ich jetzt auch nicht, dass du das. Ja, da habe ich dann irgendwie so aufgehört, weil das hat mich nicht mehr so gereizt. Ja. Also, das war noch nie so mein Ding. Naja, jedenfalls dieser Weltklasse-Riff, der zwar so. Ein Riff ist es ja nicht, aber diese Noten, ja, die so einfach sind. Die ist ja eigentlich gar nichts. Und das ist ja entstanden, er war am Telefon und hat mit irgendeinem telefoniert und hat nebenbei, da hast du ja nur eine Hand frei, ja, und hat nebenbei irgendwie an seiner Gitarre das gespielt. Ja. Und hat sich gedacht, wieso nicht? Das ist doch cool, so ein cooler Anfang. Okay. Also wenn du das nur mit der rechten Hand spielst, ja, als Rechtshänder. Dann kannst als du links telefonieren. Genau, und dann hast du quasi, hat er nur das gespielt. Diese, wie viel sind es, 6 Noten dann? Ja, 6 Noten. Ja. Und die wiederholen sich dann. Und dann hat er das ein paar Mal gemacht und dann hat er daraus ein Lied gemacht. Und dann hat die Band das dann halt komponiert. Und aber meinst du, so im Nachhinein wird da drum immer so ein Kult gestrickt? Meinst du, das stimmt wirklich? Ja, das kann man nachlesen. Dieses, ja, ich habe telefoniert. Das hat er in Interviews gesagt. Weißt du, die wollen dann irgendwie dann auch so eine Story um diesen Song herum stricken. Das hätten die auch für andere Songs. Die haben auch andere Songs. Es gibt für vieles Entstehungsgeschichten. Ja. Und wenn man die dann fragt, wie sind das, wie bist du darauf gekommen? Weil das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Rolling Stones, ja, wo der Keith Harings, ach Quatsch, Keith Richards, ja. Keith Harings ist ein Künstler. Ja. Wo Keith Richards, der Gitarrist von den Rolling Stones, hat angeblich im Hotelzimmer total besoffen auf dem Bett gesessen und dem sind dann diese Satisfaction-Akkorde eingefallen. Dieses und weil der so voll war, konnte er sich am nächsten Morgen nicht mehr daran erinnern, hat aber glücklicherweise das aufgenommen. Kann und ich mir vorstellen, so ist dann dieser Mega-Welthit entstanden. Also jeder, also ich höre so oft immer so diese Geschichte oder auch dieser Song irgendwie, den ich letztens erzählt habe von 1965 von Barry McGuire, Eve of Destruction, diese 60er Jahre Kulthymne. Ja. Der Song war ursprünglich irgend so ein Schrammel-Gitarrensong, den keine Sau wollte und dann haben die den auf die B-Seite der Platte gepresst und hatten irgendwie so nur eine Stunde Zeit, den aufzuzeichnen und dann hat er kurz im Studio irgendwie so rumgegrölt, den Song aufgenommen und dann haben die gesagt, nee, den müssen wir aber nochmal neu abmischen und dann lief der aber schon im Radio und dann so, ey, Moment mal, dann wollten die den wieder zurückholen. Wie, dann lief der schon im Radio? Ja, der irgendwie hätte den schon irgendeiner über die Platte sich genommen oder gerade so aufgenommen und schon im Radio. Ja, irgendwie, das ist halt immer diese Stories um dieses Mega-Welt. Aber viele Stimmen. Viele Storys stehen. Wo dann niemand mit rechnet und plötzlich sind das totale Welthits. Ja. Naja, egal. Früher gab es sowas noch. Heute muss alles berechnet und vorausprogrammiert werden. Damals war noch diese Unperfektheit überall an allen Ecken und Enden. Naja, übrigens, da wollte ich noch gesagt haben, ja. Es hat dann noch etwas gedauert, als ich dann auf einer Klassenfahrt
dann zum ersten Mal von einem Kumpel, der war auch irgendwie ein Jahr älter als ich. Ja. Und der hat dann auf einer Klassenfahrt abends, hat er dann gesagt, hier, jetzt machen wir mal die Guns N' Roses CD von mir, machen wir die mal aus. Ich habe hier die Metallica von 1988, die End Justice for All. Ich habe gesagt, okay, cool, Metallica, ja stimmt, kenne ich. Aber das Album End Justice for All, davon habe ich noch nie gehört. Mach doch mal rein. Ja. Und dann lief quasi, dann habe ich, haben wir das ganze Album gehört und also das natürlich auch das ideale Album, um Metal zum ersten Mal wahrzunehmen und zu hören, ja. And Justice for All. Und das war einfach ein Erlebnis, wie es das vielleicht nur 3-4 Mal gab, indem man eine CD gehört hat und man konnte es gar nicht glauben, wie gut das ist und hat dann sich aufs nächste Lied schon gefreut. Wann gab es das letzte Mal ein Album, wo du Bock hattest, mehr als ein Lied zu hören? Ja, gute Frage. Ja. Ist schon lange her. Ist schon lange her, glaube ja. ich auch. Aber man kommt auch nicht mehr so dazu, ganze Alben zu kaufen. Ja, aber wir werden es jetzt auch nicht abspielen und ich glaube, wir brauchen es auch nicht auf die Zart und Bitter Playlist drauf Nein, zu packen. Nein, das ist, kennt man schon. Das ist, notwendig ist es nicht, vielleicht machen wir es trotzdem, ich weiß es nicht. Aber das jetzt meine Liebeserklärung zu diesem Gigantenlied der Weltmusik. Ja. Ja. Okay, nächstes Thema. Wollen wir deine Traumgeschichte machen? Okay, oder machen wir aber erstmal eine Pause, einen kleinen Song. Ja, ich hatte auch. Aber jetzt nicht Metallica. Ne? Nee, was anderes, was okay. anderes. Okay, ich habe einen Song dabei, kein Metal-Song. Ja. Ein, sagen wir mal, im weitesten Sinne Post-Hardcore-Song. Ja. Das ist ja auch ein weites, weites Feld, was mir sehr gut gefällt. Und eine niederländische Band, die heißt John Coffey, wie der Protagonist aus dem Stephen King-Film The Green Mile. Ja. Und das Lied heißt Needles. Okay. Und es ist auch berührend. Es ist ein ganz warmes, tolles Lied und ich wette, es gibt einige von unseren Hörern, die sagen, danke für diesen Song, ich habe richtig Bock drauf. Ey, und sag mir nochmal kurz, wie kommst du auf diese Bands, wo findest du die, wie kommst du an so einen Song? Ja. Weil im Radio hörst du den ja nicht, oder? Naja, du brauchst... Also im Radio hast du den nicht aufgeschnappt? Nein, nein. Ja, wie kommst du denn eigentlich dahin? Brauchst du Freunde, die sich gut mit Musik auskennen und dir Sachen... Und Echt? Die dir Sachen empfehlen. Okay. So war es bei mir immer. Ich hatte immer nicht so den Einblick oder den Durchblick. Ich wusste nicht, was erscheint jetzt neu, was ist cool. Mir wurden immer Sachen empfohlen. Mhm. Und ganz Hast du denn immer noch diese Freunde, die dir Sachen empfehlen? Ja. Oder ist es vorbei? Zum Glück. Das wurde mir empfohlen vielleicht vor 3 Jahren oder so. Und jetzt ist mir der kürzlich nochmal zwischen die Finger gekommen. Habe ich dir auch schon mal einen guten Song empfohlen? Ja, genau. Casala hast du mir letztens empfohlen. Vielen Dank dafür, ja. Das war großartig. Ja. Habe ich das? Habe ich überhaupt nicht. Jetzt komm. Ich habe dir noch nie Casala. Hast du nicht. Du hast mir noch nichts Gutes an Musik kam von dir. Ich werde dir demnächst mal was richtig Och, Gottes Willen. Okay, wir machen eine kleine Pause und dann sind wir in ein paar Minütchen wieder da. Ciao. We'll be right back.
zurück aus unserer kleinen Musikpause. Und ja, wir reden jetzt einmal weiter. Wusstest du eigentlich, Stefan? Ja. Ich bin so ein kleiner Müllgeek, Müllnerd. Ich weiß nicht genau, wie ich es bezeichnen sagen würde, aber Müllnerd. Ja. Ich bin so ein kleiner Müllnerd geworden. Ich habe mir so eine Zange gekauft. So einen Greifarm, so einen kleinen Greifarm. Und so ein, zweimal in der Woche gehe ich da bei mir an der Straße von meinem Wohnhaus lang und sammle irgendwelche. Wie so ein Aufpasser oder was? Ja, ich sammle. So ein Wildsheriff. So weggeworfenen Müll sammle ich ein. Ich gehe da mit so einem kleinen Eimer. Meldest du auch Autos, die falsch parken? Nein, was hat das denn mit falsch parken zu tun? Das so piefig. Wie kann man nur mit so einer Müllzange. Ist das jetzt dein Ernst? Oder verarsch mich? Das ist mein Ernst. Ich habe die Müllzange hier hinter der Tür stehen. Hm. Kann ich dir zeigen. Und dann läufst du vor deinem Haus rum und sammelst den Müll ein? Ich bin vor einem Monat oder so bin ich ja lang gegangen und ich habe mich geärgert, dass da so viel rumlag. Ja. Irgendwelche Zigarettenpackungen, das hatte ein bisschen Überhand genommen. Zigarettenpackungen, so Eisbecher, so leere Eisbecher, ein paar Bierflaschen und so weiter und ganz viele Kippen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Und da habe ich mir bei eBay oder, nee, Quatsch, bin ich bei eBay, bei einem anderen Versandhändler, so eine Zange bestellt, die günstigste. Die ist aber auch relativ schwergängig. Also ich glaube, ich kriege da richtig starke Hände von. Mhm. Die Zange ist ein bisschen unkomfortabel. Das trainiert ja den Unterarm. Trainiert den Unterarm und die Hände auch. Ja. Und ich habe auch an solchen, da stehen so ein paar Bäume, so kleine grüne Inseln, habe ich jetzt noch Rosmarin und Lavendel gepflanzt und gieße das auch regelmäßig. Also es waren jetzt so mega schwüle, scheiß heiße Tage. Und da bin ich dann abends zwei, dreimal mit meinem Eimer Wasser runtergegangen, habe den Baum und das Gepflanzte da gegossen. Und wenn ich dann gegossen habe, gehe ich dann da rum und sammle Müll ein. Finde ich gut. Also löblich. Finde ich zwar ein bisschen peinlich, da irgendwie so gesehen zu werden. Ja, das darf keiner sehen. Ja, es haben mich auch Leute angesprochen. Gesagt, Haben dich auch attraktive Frauen angesprochen? Nein. Und gesagt, haben sie, cooler Typ? Nein. Ich wurde, glaube ich, von drei Leuten angesprochen. Irgendwie von einem Nachbarn, von einem älteren Typen und von so einer älteren Frau. Die das gut fanden. Eine Frau hat gefragt, müssen sie das tun oder machen sie das von sich aus? Ja. Und da hast du gesagt, ja, ich bin verknackt worden und muss jetzt, wie heißt das nochmal, wenn man so Sozialstunden machen muss. Ne? Hm. Ich habe gesagt, nee, ich mache das von mir aus. Ah ja, okay, und dann ist sie weitergegangen. Krass. Ich weiß nicht, was das für eine Frage soll. Du bist der erste Heavy-Metaler, der mit einer Müllzange vor seiner Tür rennt und Müll aufsammelt. Also Stefan, erstens mal bin ich kein Heavy-Metaler. In dem Sinne. Echt nicht? Ich höre ganz gerne mal. Okay, aber du bist nicht so ein Musik echter aus Mettler dem Bereich. Oder was? Ich bin kein echter Mettler. So ein waschechter Mettler. Nein, bin ich nicht. Ja. Und zweitens mal gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele, die sowas machen. Die Metal-Typen, die sind ja alles so soziale, freundliche Typen. Viele sind auch im sozialen Bereich tätig, Erzieher, Altenpfleger. Ja, man denkt immer, das wären so Monster. Weil du denkst das. Ja, weil die Musik so hart klingt. Denkt man so, die sind auch alle so mega voll, die Monster. Und wenn man denen eine Axt in die Hand geben würde, würden die sofort loshacken. So als Außenstehender denkt man das. Für dich klingt aber so ist das nachher als Metas böse. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, also ab Mitte wird es auch sehr hart. Okay. Aber das sind, aber so ist es doch, ne? In Wirklichkeit sind das so ganz liebe, kuschelige Typen und so. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Sag mal, bei uns, bei mir vor der Haustür, da kacken manchmal so Hunde hin, aber so richtig krasse, fette, weiche, dampfende Scheißhaufen direkt vor meine Türe. Wie, und das machen die nicht mit Nein, es gibt, also da sind ein paar, die machen das nicht weg. Und ich bin auch schon ein paar Mal reingetreten und ärgere mich tierisch darüber, aber ich finde das so asozial. Tierisch, du ärgerst dich tierisch. Ich ärgere mich hundisch darüber. Hundisch. Da haben wir ein kleines Wortspielchen eingebaut. Mensch, Kinders. Was ist das super? Ja. Nee, und bin da, wie gesagt, schon ein paar Mal reingetreten und so. Und das ich finde das mit deinen Espandrillas, die hier rumstehen. Ja, nee, mit meinen Flipflops. Und das ist so durch meine Zehen gequillt. Das ist wirklich wahr, Also, Gequollen. Gequollen, Entschuldigung. Mhm. So ein riesiger. Stimmt, das Wort kommt ja von Qualle. Ja, weiß ich nicht. So ein riesiger Haufen war das. Ja, das war, und der war auch noch warm. Herzlichen Glückwunsch. So fies, du hattest nackte Füße. Ich weiß auch nicht, da sind so ein paar Typen, die gehen da mit ihren Hunden spazieren, die sind so ein bisschen assi, die machen das nicht weg, denen ist das scheißegal. Und ich betrachte mir gerade deine nackten Füße und ich finde es jetzt
Du extrem abstoßend finde ich das jetzt. Also, du stellst dir gerade vor, wie das da so durchgequollen ist. Oder? Ja, und du legst die hier auf meine Couch, das ist gut. Ja. Hundekacke, ich finde, es gibt nichts, was schlimmer riecht als Hundescheiße. Mhm. Vielleicht noch Kotze. Mhm. Mhm. Und McDonald's. Riecht auch noch ziemlich fies. Okay. Nein, aber, und wie gesagt, ich habe irgendwann war ich so sauer und dann habe ich so ein Stöckchen gebastelt und oben so ein Schild drauf gemacht, so draufgeklebt, wo drauf stand, Sauerei, bitte wegmachen. Och, und dann habe ich dieses. Das hast du nicht gemacht. Doch, oder? Und dann habe ich das Stöckchen so in den Kackhaufen, reingesteckt. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Wieso? Ist doch super. Wenn er jetzt dann wieder spazieren geht und so, dann denkt er so, oh ja. Aber dann, da muss man sich diesem Haufen nähern und das ist. Oh. Ja, habe ich dann so reingesteckt. Aber findest du das nicht? Ist das nicht gut? So pädagogisch mit so einem Stöckchen reagieren, wo so ein Zettel drauf ist. Aber du findest mich komisch, dass ich hier mit einer Müllzange Zigarettenkippen aufsammle. Aber du steckst so ein Olivenspieß steckst du da rein. Genau. So ein Cocktail, weißt du, so ein, wo man so Oliven, wie heißt nochmal dieser Drink, den man mit Oliven trinkt? So? Martini? Ja, Martini, genau. Oder Manhattan? Nee, oder so? Martini, ja. Und jetzt hättest du noch so ein Schirmchen, so ein Eisschirmchen reinstecken können. Ja, aber es hat funktioniert. Also seitdem. Am nächsten Tag war der Haufen weg, oder was? Nee, aber irgendwie. Okay. Dass die Leute reagieren da drauf und dann irgendwann denken die sehen dann so, ey, da ist einer, den nervt das. Und dann werden die vorsichtiger und dann lassen die Hunde dann nicht mehr so schnell hinkacken. Kennst du diese kleinen Schirmchen, die man früher hatte? Die haben so, das war auch ein Zahnstocher und da war so ein aus Papier. Wieso gibt's das eigentlich alles? Ich weiß es nicht. Das ist so 80er. Ne? Die so fand ich schon 80er. Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Aber ich habe die immer kaputt gemacht. Aha. Ich konnte es nicht aushalten. Das war quasi so ein Zahnstocher, wo man dann so einen Schirm dran hochziehen konnte. Ne? Ja. Und ich musste den auf jeden Fall immer umstülpen, so ein bisschen umstülpen. Mhm. Dann habe ich den spitzen Zahnstocher genommen und den so zwischen den Fingern gerieben, dass man den so dreht. Mhm. Ne? Und oder mal so als, wie nennt sich das, als Kreisel, dass du den so flippst auf den Tisch. Ach so, okay. Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, dann habe ich ihn kaputt gemacht. Warum? Es musste sein. Du mochtest die nicht, diese Schirme. Doch, aber ich musste es am Ende zerstören. Sonst war ich nicht zufrieden. Das sagt viel aus. Über deine Psyche. Okay. Nein, Quatsch, sagt nichts aus. Apropos Psyche. Apropos Psyche. Nee, eine Sache wollte ich noch loswerden. Wieso nur eine Sache? Habe ich jetzt gerade wieder gesagt. Eine Sache möchte ich noch sagen. Aber ist nicht schlimm. Unsere Hörer nehmen das gar nicht so übel. Okay. Nur ich leide darunter durch deinen immer gleichen Phrasen. Okay, ja gut, aber man ist nun mal halt. Man ist halt Mensch. Gefangen in seiner Art. Ne? Ja. Es ist ja schon so. Also oft, kennst du diesen Spruch, I need a holiday from myself? Kenn ich nicht, aber ich kann es mir vorstellen, was damit gemeint ist. Natürlich, jedem geht so. Ja. Klar. Aber ich wollte noch eine Beobachtung dir schildern. Ja, genau. Eine Beobachtung dir schildern. Ich bin gespannt. Und dann können wir auch gleich meinen Traum analysieren, wenn du willst. Und zwar war ich gestern im Schwimmbad, ist eigentlich nur was ganz Kurzes. Und aber ich fand das. Kennst du das? Das macht mich immer so zufrieden, wenn ich so beobachte, wie einer so. Also ich war im Schwimmbad und hab mir einen Crepe gekauft. Und dieser Crepe-Verkäufer im Schwimmbad, der macht das schon Jahre irgendwie. Ich habe den schon letztes Jahr und vorletztes Jahr da gesehen. Und der ist mittlerweile so schnell geworden in seinem Schwimmbadladen. Ja. Der verkauft so schnell seine Produkte. Ich finde das so, das macht so Spaß. Dann ist er bestimmt kein Deutscher, habe ich recht? Ja, also er könnte einen Migrationshintergrund haben, ja, aber ich glaube, er ist Deutscher. Aber ist ja auch egal, oder? Nee. Warum? Meinst du, es gibt keine schnellen Deutschen oder was? Nicht bei selbstständigen, kleinen Kiosken, Imbiss und so weiter. Ja. Da sind Leute mit Migrationshintergrund oder Ausländer, kann man auch sagen, sind schneller. Ich weiß nicht warum. Okay. Habe ich so beobachtet. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Weil die oft auch der Besitzer sind des Ladens und wollen die halt schnell verkaufen. Das ist halt, die sind oft auch irgendwie so auf selbstständiger Basis und merken so. Und die sind auf Zack, die machen das schon ewig. Die müssen das machen, sonst verdienen die kein Geld und so. Das kann sein. Aber der Typ hat diese Crepe, also die Crepe, wie der die gemacht hat,
der stand so vor mir, der hatte zwei Platten. Auf der einen Platte hat er den Teich aufgegossen, während er mit der anderen Hand abkassiert hat. Das war so geil. Und dann hat er mit der anderen, dann hat er abkassiert, dann wiederum mit der Hand, die frei wurde, weil abkassiert Ende, der hat ja dann abkassiert. Der Kassierungsvorgang ist abgeschlossen. War abgeschlossen, dann hat er mit der anderen Hand schon wieder, da hat er den Teich so verstrichen, verstrichen, während er mit der anderen wieder einen neuen Teich drauf gemacht hat. Und dann mit der anderen, als er dann den Teich drauf hat. Der ist ja ein Virtuose, der Typ. Als er auf der einen anderen Platte den Teich schon wieder aufgestellt hat, hat er mit der anderen den Crepe so, hat Schokolade drauf gemacht, den schon so wieder zusammengeklappt. Ja. Das ging, also der hat mit jeder Hand komplett andere Bewegungen gemacht. Und allein das so koordinativ hinzukriegen. Wie ein Schlagzeuger. Naja, der macht ja eigentlich immer dasselbe auf den Beinen. Aber die müssen unabhängig sein. Genau. Die Füße und ja, das beide ist dieser, Hände. Kennst du nicht diesen Test, wo du so oben mit der einen Hand auf dem Kopf so hoch und runter machst? Und über den Bauch und dann mit der anderen Hand den Bauch kreisen. Das ist total schwierig. Und der konnte das so geil. Und dann gab es noch so manchmal so ein paar Hundertstel Sekunden, wo der noch so, wo man gemerkt hat, jetzt ist Leerlauf. Da hat er sogar schon so viel Zeit eingespart. Jetzt weiß er nicht, weil dann war dann irgendwie der Kunde zu langsam und hat irgendwie zu langsam das Geld rausgezogen. Und in diesen, das war dann so nur so eine Sekunde, wo er noch Zeit hatte. Und da hat er dann so, so angefangen mit dem Messer immer so zu klopfen. Weil ihm da was gefehlt hat, was er machen kann. Genau. Und das war alles so perfekt. Das war, also ich habe mir das, ich war so einfach so fasziniert und das war eigentlich physikalisch gar nicht möglich. Du wolltest gar keinen Crepe. Was der gemacht hat, war Stefan, physikalisch nicht möglich. Du wolltest keinen Crepe, du wolltest ihm einfach zugucken. Ja, beim Orchestrieren des Teiges. Ich war so fasziniert, der war so schnell. Ich finde das so geil. Ja. Das krasse Gegenbeispiel, ich war mal auf so ein Familienfest, da waren so Schüler, die waren irgendwie so... Haben Waffeln verkauft. Ey, die Schlange, ich würde mal so sagen, 500, einen halben Kilometer. Mhm. Und, okay, übertrieben. Sagen wir mal, die Schlange. Am Waffelstand. Die Schlange, 60 Meter. 10 Kiddies, zwei Waffeleisen. Zwei Kiddies, ein Waffeleisen. Und die Bewegungen von, ich habe irgendwie anderthalb Stunden angestanden und dann kam ich da an und dachte mir nur so, eigentlich müssten die mir jetzt Geld bezahlen für die Waffe. Okay. Aber es war, also die waren so langsam. Kennst du den, du guckst keine Kinderfilme, ne? Doch. Es gibt so einen Film, der heißt Zoomania. Kennst du den? Nee. Den kenne ich Zoomania? Nicht. Heißt der Zoomania? Weiß ich nicht. Und, noch nie gehört. Oder Zoolander oder irgend sowas. So ein Film. Der berühmte Kinderfilm Zoolander mit Ben Stiller als Handmodel. Nein, ich glaube, der heißt Zoomania. Ach, Zoomania. Zoomania. Mit diesem Fuchs. Genau, kennst du den? Du hast Zoomeria gesagt. Zoomeria mit so einem Fuchs, der so Eis verkauft irgendwie. Ach, und dieses ganz langsame Faultier. Genau, und da kommen so Faultiere drin vor, die sind so mega langsam. Und dann erzählt das eine Faultier so einen Joke. Der so, wie macht eine Frau? Und dann erzählt er den so mega langsam. Und dann ist der endlich vorbei, der Joke. Und alle sind so mega erleichtert. Und dann dauert das noch so eine halbe Minute, dass der noch so lacht hinterher. So, hör. Und daran hat mich das Ganze erinnert. Da musste ich immer sehr stark bei diesem Waffelverkauf dran denken. Also diese Szene. Das ist ja noch gar nicht so lange her mit dem Waffelverkauf. Nee, es war irgendwie, wann war das? Ich glaube letztes Jahr oder so. Aber das ist ganz ehrlich, wenn man Kinder zu Hause hat, kann ich an der Stelle einen ganz klaren Filmtipp geben. Zoomania ist echt ein cooler Kinderfilm. Und bitte bei den Faultieren mal drauf achten, habe ich mich ziemlich schlapp gelacht. Also ich muss manchmal bei Kinderfilmen echt... Kennt doch jeder. Echt? Also ich bin manchmal wirklich erstaunt, wie lustig manchmal Kinderfilme sind. Ich sitze da manchmal und lache mich schlapp, wie gut die das gemacht haben. Diese Ideen und diese Jokes, die da einbauen, unglaublich. Ja, machen wir jetzt eigentlich deinen Traum oder möchtest du zuerst dieses kleine Psychospiel, was ich hier vorbereitet habe? Tja, das ist jetzt die gute Frage. Oder teilen wir es auf? Mach jetzt mal deinen Traum. Ich mach mal meinen Traum. Ja, erzähl mal, ich bin gespannt. Da muss ich auch nichts machen. Ich höre einfach zu. Zart und bitter. Traumstunde. Wusstest du, Stefan, apropos Traum, ich habe jetzt nicht nur eine Zahnschiene, die ich einsetze, wenn ich ins Bett gehe, sondern auch so komische, das sind so Röhren,
die in die Nase geschoben werden. So Nasenstopfen, aber durchgängig. Also jetzt nicht keine Fropfen, um die zu verstopfen, sondern um die zu erweitern. Eigentlich sind das so anti-Schnarch-Stopfen. Aber ich schnarche nicht, ich habe nur so eine, mein eines Nasenloch ist so klein und verengt. Ja. Und da habe ich meinen, was heißt meinen? Ich habe einen HNO-Arzt gefragt und er hat mir diese Dinger gegeben. Ja. Er hat gesagt, ja, ist eigentlich gegen Schnarchen, aber mach mal rein. Und ja, jetzt habe ich so viel Plastik in meinem Gesicht, wenn ich nachts ins Bett gehe. Ich finde es gut, ich finde es super. Ich gefalle mir so sehr gut. Ja. Aber kannst du denn mit dem ganzen Plastik im Gesicht auch gut pennen? Ja, wunderbar. Oder drehst du dich dann irgendwie um und dann... Nee, es geht dann alles. Verrückt dir so dein Plastikgestell im Gesicht, nein, nicht? Das passt. Aber, alles gut, ja. Aber kommen wir doch mal geht's dir noch gut, oder was? Ja, aber kommen wir doch mal zu deinem Traum. Was ist passiert? Also, was ist passiert? Ich habe geträumt, ich war in San Francisco. Mal wieder? Auf einem Motorrad? Nein, ich war in San Francisco und habe noch so... Ich war ja auch mal in der Stadt und hatte auch diese Bilder so vor Augen in meinem Traum. Es war wunderschön. Yeah. Es war wunderschön. Du bist der Realität entflohen, Stefan. Das war dem herrlich. Alltag. Es war herrlich in diesen Traumbildern. Yeah. Ich stand auf so einem Hügel. Diese Stadt besteht ja nur aus Hügeln. Mm-hmm. Und ich stand oben auf so einem Hügel und schaute dann so runter in die Bucht von San Francisco. Auf jeden Fall war ich dann da irgendwie, stand dann da auf in irgendeiner WG oder so und dann meinte irgendeiner, ja, da und da ist eine Mega-Party, da müssen wir alle hin. Mhm. Und dann war ich mit meinem Bruder unterwegs und meinte so, ja, komm, dann lass mal. Wir müssen auf diese Party. Wir müssen unbedingt auf diese Party. Lass mal da hinfahren. Und dann sind wir zusammen irgendwie. Die Leute lieben übrigens die Traumstunde. Die hören das so gerne, wie du von deinen Träumen erzählst. Okay. Ich glaube, es ist unsere beste Rubrik, die wir haben. Okay. Gut. Der Traum ist auch schon ganz cool, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht das Highlight an Träumen, aber es ist, ich wundere mich, ich wach danach immer auf und denke mir so, Alter, wie komme ich auf so eine Scheiße? Ich muss das sofort aufschreiben. Ja, ja, und dann bin ich mit meinem Bruder in so einen Zug gestiegen, der dann dahin fahren sollte. Und dann saßen wir so im Zugabteil und haben gewartet. Wir saßen so im Vierer oder im Zweier, ist auch scheißegal. Und vor uns war in einem Vierersitz, saßen so zwei total asoziale Typen, so Penner oder sowas, die so gesoffen haben, immer so gegrillt haben und neben denen saßen so Frauen und dann haben die irgendwann so belästigt. Ach. Und die so an den, die irgendwie so zu sich rübergezogen und so und die wollten das nicht und wollten dann von denen weg und aber die haben die irgendwie nicht losgelassen. Und dann meinte ich zu meinem Bruder, ey, pass auf, ich gehe jetzt mal, ich suche mal irgendwie Polizei oder was, damit die dann denen helfen. Okay. Und dann bin ich aus dem Zug rausgelaufen, in den Bahnhof rein und habe irgendwie geguckt, wen kann ich denn ansprechen und dann hielt plötzlich an, dann schloss so eine Polizistin ihr Fahrrad gerade ab. Das war so eine Fahrradpolizistin. Mhm. Und die hatte so Lackstiefel an. Also es war halt ein Traum, ne? Ja. Hatte so Lackstiefel an und hatte so einen langen schwarzen Prügel. Also so einen Schlagstock. Also hätte auch eine Domina sein ja, können? Ja, hatte was? Irgendwie, also Träume sind ja immer leicht sexuell. Übrigens, aber egal, Stefan, es ging auch gar nicht. Aber trotzdem, Erektion im Schlaf ist ein großes Thema. Ja. Das kannst du auch mal selber ausprobieren. Und zwar, wenn du ins Bett gehst, das ist wirklich ein medizinischer Test. Mhm. Man nimmt dafür eine, du weißt doch, wie Briefmarken aneinander sind. Ja. Die haben hier so Zähne. Ne? Ja. Und du legst dann so eine Briefmarkenrolle oder mehrere Briefmarken, die so aneinander sind, legst du um deinen Penis drumrum und machst dir dann fest mit Tesafilm und wenn du dann einschläfst und am nächsten Morgen diese Briefmarken gerissen sind, weißt du, du hast eine Erektion gehabt. Genau. Und für Ärzte, Urologen, was auch immer, ist das, ich denke mal, wir sind auch bald in dem Alter, wo dann gefragt wird, können Sie mal bitte den Briefmarkentest machen? Ich würde hier ganz klar behaupten, ich könnte das auch mit Gaffertape machen, diesen Versuch. Danach wäre das Gaffertape gerissen. Komm. Ich finde es nicht schlecht. Nein. Ich stelle mir das vor, wie du das versuchst. Ich stelle mir. Lass mal hier. Was? Karneval. Wenn die einen Joke machen. Ah ja, stimmt. Ein Tusch. Hat sich jetzt gerade eher wie eine Hupe von einem Schiff angehört. Aber ich stelle mir vor, wie du dieses Gaffertape dann von deinem Penis entfernen willst.
Also, das tut bestimmt sehr weh. Ach so, ja, stimmt. Ja. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Gut, ich mach's dann doch mit Briefmarke. Okay. Okay, auf jeden Fall war dann, habe ich dann diese Polizistin, meinte ich so, ja, komm mal mit, wir haben da Stress im Zug. Bin ich mit der Polizistin zurück in diese Zugabteil rein und dann waren alle weg. Alle waren weg. Mein Bruder war weg, okay. Die Typen waren weg, die Frauen waren weg, alle waren weg. Und dann war ich so, ey, was ist denn jetzt los? Und dann war ich plötzlich mega traurig, fühlte mich total allein und habe angefangen zu heulen. Mhm. Und dann bin ich so der Polizistin so im Hals gefallen und habe die so umarmt und die so geheult und die meinte, ist gut, alles gut, ja, du darfst mich ruhig umarmen, alles super. Und dann, die hatte so Locken und bin dann so im Hals gefallen und so. Bis in die Locken reingegriffen. Ja, so in die Locken reingegriffen und dann so, und habe so geheult und so. Und oh, die so, komm, wir suchen die jetzt. Und ich so, okay, alles klar. Und dann bin ich mit der weiter durch den Zug gelaufen und dann sind wir in so einen Raum reingekommen plötzlich und da saßen dann so ganz viele Leute auf so Stühlen, das war so ein abgedunkelter Raum, die saßen alle auf so Stühlen und guckten alle so hypnotisiert nach vorne, alle in eine Richtung und ich dachte so, was ist denn hier los, ist eine Sekte oder, das war irgendwie merkwürdig, ne? Und dann war vorne aber nur so ein ganz kleiner Lichtkegel an der Wand und da scheinte so ein helles Licht an so einen Punkt und da war irgendwie so ein Stöckchen in der Wand. Und dann haben da alle so drauf geguckt und so. Und dann dachte ich so, was ist das? Warum gucken die da hin? Und habe dann auch die Polizistin gefragt und die so, ja, ich weiß nicht und so. Und dann irgendwann meldete sich so ein Typ von so einem Stuhl, hob so die Hand und meinte, 1 Million. Und ich so, eine Auktion oder was? Ja, und dann kam so ein, dann kam ein Typ vorne hin und hat dieses Stöckchen so weggenommen. Es war nur so ein ganz kleines Stöckchen. Hat das aus diesem Lichtkegel rausgenommen. Und dann war das auch schon direkt so total grau und uninteressant. Okay. Und hat das diesem Typen gegeben. Und der hat dann so aus der Tasche so ein Bündel fetter Scheine rausgeholt. Und dem was gezahlt. Und dann meinte die Polizistin so zu mir so, ey, das ist eine Kunstauktion. Und ich so, ah ja, interessant. Und die Polizistin hat dann zu mir gesagt, pass auf, Stefan, ich habe eine Idee. Dann ist sie so nach vorne gegangen und hat diesen langen schwarzen Schlagstock aus ihrem Gürtel rausgeholt und den vorne auch in diesen Lichtkegel reingestellt. Und dann saßen alle wieder so ganz ruhig und guckten da erstmal so total lange drauf. Okay. Und es passierte nichts, es war total ruhig. Und alle guckten nur und schauten da drauf und alles war ruhig. Ja. Und dann dachte ich so, und dann dachte ich, 2 Millionen. Genau, und plötzlich so hob wieder einer die Hand und meinte nur so, 1 Million. Und ich dachte so, das kann nicht sein. Und dieser Schlagstock sah in diesem Licht total super geil aus. Also auch in meinem Traum dachte ich so selber. Boah, ist der schön. Ey, der sieht so mega geil, wie der glänzt, dieses Schwarz. Das war so ein Lackschwarz, der hat so geglänzt. Du brauchst diesen Lichtkegel, Stefan. Ja, das sah so gut aus. Das war dieser Effekt, so wenn du eine Frikadelle beim Metzger holst. Eine gut ausgeleuchtete Frikadelle. Genau, sieht die super geil aus. Und kaum holt ihr die da raus. Ein grauer Klumpen. Grauer Klumpenmatsch. Hingerotzter Schiss. Ja. So ähnlich wie der Hunde Schisshaufen. Okay. So. Auf jeden Fall, dann ist der Typ nach vorne, hat diesen Stock da weggeholt und die 10 Millionen hat dann dieser Auktionator, der hat sich dann irgendwie ein bisschen Kohle genommen und hat dann irgendwie uns, was weiß ich, 900.000 Euro gegeben. Also der Polizistin. Krass. Und dann hat die Polizistin mir die Hälfte ausgezahlt. Und dann meinte ich noch zu der so, hey, das muss nicht sein, das ist ehrlich, das ist ja dein Stock gewesen und deine Idee und so. Und die so, nein, alles super. Und dann sind wir rausgegangen aus der Auktion. Und jetzt kommt wirklich, das fand ich einfach krass in meinem Traum. Also, weil ich auch mal, alles, was ich hier geträumt habe, wurde ich in meinem eigenen Traum total überrascht. Und das finde ich immer so geil. Das ist ja nicht so, normalerweise, wenn ich eine Geschichte erzähle, weiß ich schon, was ich erzählen will. Aber im Traum ist es ja immer so, du wirst dich ständig total überrascht von deinen eigenen Ideen. Das ist so, als erlebst du das gerade. Das ist ja das Geile an einem Traum. Ja, du bist ja selber, du kriegst das ja selber auch erzählt von deinem Gehirn. Ja, und du weißt nicht, was kommt als nächstes. Und genauso war es dann. Und dann bin ich mit der raus
wieder in den Bahnhof, also aus dem Zug raus. Und dann meinte ich so, ey, super coole Aktion, war ja eine tolle Sache, dann ciao, mach's gut, komm gut nach Hause. Und dann wollte ich mich so von der verabschieden und die meinte so, ja, ciao. Und dann wollte ich so gehen und plötzlich konnte ich nicht mehr so weitergehen. Und dann hing mein Arm so fest. Und dann dachte ich, was ist das denn? Und dann habe ich so an meinen Arm geguckt und dann waren da Handschellen an meinem Arm und die Handschellen waren an so einem Verkehrsschild festgemacht. Ja. Und dann meinte ich so, was soll das? Und die Polizistin so, du bist verhaftet. Und ich meinte, warum? Ja, denk doch mal nach. Sexuelle Belästigung und Betrug. Und ich so, Moment mal, du hast gesagt, das ist in Ordnung, ich darf mich bei dir ausholen. Die so, nein, nein, nein. Du hast mich sexuell belästigt. Und dann meinte ich so, ja, aber du hast doch diese Sache mit dem Stocker gemacht. Das war doch alles deine Idee, diese ganze Kunstauktion. Du hast das doch verkauft, ich habe doch gar nichts gemacht. Und die so, ja, aber du hast das Geld angenommen. Oh shit. Und dann meinte ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und die so, ja, die Polizei in Amerika tickt anders, mein Junge. Du bist verhaftet. Und das war das Ende. Die angsterfüllten Träume eines Ü-40-jährigen weißen Volljuristen, das ist schon sehr interessant. Hat Angst, krass, ne? Dass ihm das Ausheulen an einer Frau zum Verhängnis wird. Ja. So, danke, Stefan, für diese krassen Einblicke. Ja, und dass ich mich irgendwie so mit so einem Betrug irgendwie strafbar mache. Also irgendwie scheinbar arbeite ich da irgendwas auf, kann das sein? Aber ich finde das total geil, dass du da in dem Zug aus Versehen in so eine Auktion reingegangen bist und nicht wusstest, was machen die? Ja. Ist das eine Sekte? Was gucken die sich da für ein Stöckchen an? Und dann so ein Typ, ich biete 1 Million für dieses kleine, ist geil, ne? Für dieses kleine Objekt. Ja. Und wenn das dann aus dem Licht rauskommt, wird es halt auch einfach nur zu so einem... Ja, es war auch in meinem Traum, habe ich auch so ein bisschen geträumt, so diese riesen verarsche Kunstszene, ist ja auch so ein Ding, ne? Kunstszene, also ich meine, es gibt tolle Künstler und tolle Kunstwerke und viele Menschen stecken da unglaublich viel Arbeit rein. Mhm. Aber dieses Gehype und dass plötzlich ein Bild 1 Milliarde Euro wert ist und so, das ist ja alles völliger Schwachsinn. Ja, es gibt auch Trends und Bewegungen in Kunst. Das ist ja völlig übertrieben. Ja. Also welches Bild ist denn so viel wert? Das ist ja eigentlich völlig übertrieben. Aber das ist halt, wenn sich das so alles so hochschaukelt und hochpusht. Ja, ja. Und das war in meinem Traum, war das im Prinzip so eine, auch so ein bisschen so eine Hinterfragung, so ein Hinterfragen von diesem ganzen, von dieser Kunstwirtschaft. Aber es gibt Kunst, die ist gut und die bleibt auch gut. Ja. Gerhard Richter zum Beispiel. Toller Maler. Absolut, ja. Aber trotzdem finde ich, ist es nicht gerechtfertigt, dass ein Bild 1 Million Euro kostet. Ja, aber warum haben... Niemals. Für mich ist das niemals gerechtfertigt. Warum? Weil das einfach rein hochspekuliert ist. Das ist, ein Bild ist niemals so viel, die Arbeit, die da drin steckt, der Künstler, der sich seine Skills erarbeitet aber hat wenn es in einem... tolle Bilder gibt zum Beispiel von Gerhard Richter, das sind nicht so viele. Aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, oh, das ist so toll, das möchte ich gerne haben. Dann ist doch klar, dass dann der Preis nach oben auf geht. Auf jeden Fall, so funktioniert das halt. Aber ich finde es nicht gerechtfertigt eigentlich. Du meinst jetzt, also wenn so künstlich was... Ich finde, Kunst dürfte niemals so teuer sein. Das finde ich schwachsinnig. Also ist so, finde ich, vom Gefühl her. Gewagte so, Theorie, Stefan. Ja. Aber danke für deine offenen und ehrlichen Worte. Es gibt ja auch diesen, jetzt neulich wurde doch so ein Spekulant festgenommen irgendwie. Der hat... Mit so total übertrieben. Der von Wirecard oder was? Nein, das war so ein anderer Typ. Das stand irgendwie in mehreren Zeitungen und der hat irgendwie in so einem ganz großen Stil die Leute verarscht mit Kunstwerken und die so mehrmals verkauft und die total hoch spekuliert und mega viel Geld verdient. Und der ist jetzt aber festgenommen worden und sitzt im Knast. Aber du musst doch ein Herz haben für Künstler und für Kunst. Habe ich und ja auch. Und Galerien und Kultur und ja, aber ich sehe auch einfach, bildende wie Kunst. Übertrieben das alles, diese ganze Welt. Krasser Typ, der Stefan. Ja. Ich würde jetzt gerne eine minimale Pause noch machen. Ich habe noch einen Song dabei. Ohne Erklärung packe ich einfach rein. Von Deftones, Passenger. Und danach gibt es die Psychonummer. Was hältst du davon? Sehr gut. Okay, dann bis gleich.
Zart und bitter. Das harte Brett für richtige Mutterficker. So, Michael, wir sind zurück nach der Traumstunde. Hi, Stefan, ja. Hallo. Die wir ja noch nicht analysiert, den Traum haben wir noch nicht analysiert. Müssen wir das? Doch, ich habe doch schon so ein bisschen analysiert. Okay. So ein Volljurist, der Mitte 40 ist. Volljurist, das hört sich immer so nach Vollidiot an. Hat Angst, irgendwie einer Frau zu nahe zu kommen und ihr in die Locken zu greifen, okay, weil es ihm schon direkt daraus ein Strick gedreht wird. Und dass du mit der Kunstszene ein gespanntes Verhältnis hast, das ist auch kein Geheimnis. Okay. Aber Psychologie, Analyse und so weiter, da habe ich jetzt noch etwas für dich. Ja. Und zwar habe ich hier so zwei Sets an Karten vorbereitet. Ja. Und da möchte ich mal, dass du da einen Blick drauf wirfst und dich dann entscheidest. Ich weiß ja, wenn du stark in etwas bist, dann ist das in Entscheidungen. Du bist zupackend und ergreifst die Gelegenheit und weißt, was du willst vor allem. Habe ich recht? Ja. Ich überlege heute noch so, was soll ich eigentlich werden? Was soll ich eigentlich für einen Job machen? Und dabei bist du schon längst was geworden, Podcaster. Ja. Wahrscheinlich denke ich das noch in der Rente. Soll ich Zahnarzt werden oder Kunstlehrer? Okay, pass auf, Stefan. Es geht darum, ich zeige dir 6, 7 Bilder, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, von Fotografien oder Zeichnungen von Häusern. Okay. Von unterschiedlichen Häusern. Ja. Und du sollst ein Haus auswählen, in dem du dich am wohlsten fühlen würdest. Und ich bitte dich, die Häuser dann auch kurz mal zu beschreiben für unsere Hörer. Und dann am Ende sagst du dann, ob ich ein Psychopath bin oder nicht, oder was? Ich will dich da gar nicht beeinflussen. Ja. Ich möchte einfach, dass du ein Haus auswählst, in dem du dich am wohlsten fühlen würdest und du musst es dann auch halt auch ein bisschen beschreiben. Ja, ich lege diese Karten mal hier hin und du kannst dir das aussuchen. So, auf dem einen Haus sehen wir so ein freistehendes, 2 Stockwerke hohes, ja, so ein bisschen, sieht aus wie so ein altes Handelshaus, so aus Norddeutschland mit einem sehr hohen Dach. So ein Schieferdach, würde ich sagen. Ja. So ein paar Erker und Türmchen sind dabei. Backstein, sehr idyllisch, sieht wunderschön aus. Mhm. Das ist das eine Haus. Ja, was haben wir da noch? Mit so einer Mauer vorne noch dran. Ja. Dann haben wir das zweite Haus, ist eher so Gründerzeit, würde ich sagen, so ein bisschen. Mit so einem Zaun vorne. Stadt, ne? Ja, so ein ist ein Stadthaus. So ein Stadthaus. Altbau. Eine Treppe, die zum Eingang führt, auch so Backstein, verschnörkelte Fenster, eher altertümlich, auch sehr schön. Ja. Dann haben wir noch dann hier so ein Schloss, so eine Art Schloss mit so einem Rondell vorne und so einem Schlosspark. Garten, also das ist schon ein Palast schon fast, eine Villa, also eine Riesenvilla, ein Schloss. Schloss und dann haben wir, was ist das da? Das ist nur eine Hauser Ecke oder was? Nee, hier unten. Ach, da unten, es geht eher so. Souterrain. Souterrain, es geht so in den Keller rein. Auch eine Stadtwohnung, ne? Auch eine Stadtwohnung. Und dann haben wir noch ein modernes Haus, eher Hochhaus, sieht so ein bisschen nach Plattenbau aus. Mhm. Dann haben wir noch ganz modern, so ein Bungalow. So architektenmäßig. Genau, ne? So. Mit Kunst davor. Ja, so puristisch, sehr puristisch, nur so 4 Wände. Und was könnte das sein? Bauhaus oder so? Bauhausstil, ja. Und dann haben wir dann haben wir noch, was ist das? Das ist ein Haus auf Stelzen, sieht aus wie ein Baumhaus, führt eine Leiter hoch, also ganz hohe Stelzen und dann oben so ein Blockhaus drauf. Mhm. Und das letzte, was wir haben, ist so ein klassisches, sieht aus wie eine Scheune, so ein Bauernhaus. Also auf jeden Fall ein Fachwerk-Landhäuschen mit brennendem Kamin ganz weit auf dem Land. Jetzt muss ich mich entscheiden. Schwierig. In welchem Haus würde sich Stefan am wohlsten fühlen? Also, das Blockhaus, nein, das ist mir zu abgefahren mit den Stelzen nach oben. Da habe ich auch immer das Gefühl, ich falle da runter. Mhm. Dieser puristische Bauhaus-Bungalow, den finde ich sehr, sehr einladend.
Ein Land, ich, okay. Tun wir dem ja, mal in die also engere Auswahl? Es ist jetzt nicht, das, nehmen wir die engere Auswahl. Mhm. Finde ich schön. Mhm. Dieses, ich mag das. So dieses, es ja. erinnert mich ein bisschen an L.A., California. Kubismus. Da haben die alle so Häuser, die sind immer so hängen. Mhm. Die bauen sich diese Bungalows total stylisch immer in so einen Hang rein irgendwie. In L.A., Malibu und so. Das Bauernhaus. Diese Scheune? Nee, die Bauernhaus? Scheune nicht. Das ist okay. mir zu ländlich, finde ich nicht cool. Da hier denn diesen Hochhaus? Das Hochhaus auf keinen Fall. Okay. Kannst du wegmachen. So, dann die Souterrain-Wohnung, furchtbar. Im Keller wohnen, furchtbar. Hatte ich mal als Student in London, habe ich im Keller gewohnt, das war furchtbar. Hatte ich irgendwie so wenig Tageslicht abbekommen, dass ich dann irgendwann, sind mir die Zähne ausgefallen wegen Skorbut. hatte ich keine Vitamine mehr, weil ich kein Tageslicht gesehen habe. Wie so eine Kellerassel. Geht gar nicht. Kellerassel, Stefan. Ja gut, dann haben wir das Schloss, ist natürlich der Knaller, so ein Schloss. Das normale Stadthaus oder hier dieses, ja, ich sag mal, Hamburger Handelshaus. Hm. Stimmt, das ist so ein rotes Backstein. Ja, so ein Backstein, freistehen mit einem riesigen Dach. Also entweder ich nehme jetzt hier dieses Backsteinhaus aus dieses Hamburger Backsteinhaus, das finde ich total geil, oder das Schloss oder den Bungalow. Das so. Hier nicht? Nee. Diese Altstadtwohnung? Diese normale Altstadtwohnung? Hey, das haben wir hier drei in der Auswahl. Schloss ist zu protzig. Ist zwar total geil, mega viel Platz, aber ist mir irgendwie zu kalt. Da muss man alles heizen. Weg. Okay, okay. So, entweder der mega puristische Bungalow oder das alte Handelshaus aus Hamburg. Das sind aber Gegensätze, Stefan, die totaler du da in der Gegensatz, Auswahl totaler hast. Gegensatz. Das ist jetzt eine harte Entscheidung. Sollen wir das nochmal zurückstellen, dass du die Entscheidung noch nicht triffst? Nee, komm, wir machen das jetzt schnell. Sonst ist das auch ein bisschen, ist das auch ein bisschen lang. Also entweder der Bungalow, der puristische. Und dann lass mich doch mal gerade gucken. Lass mich doch mal gerade gucken. Da mache ich doch die, ach, was machen wir? Das sieht so schön aus hier, dieses mit dem schönen Rebdach. Schiefer, was? Der Bungalow? Was ist damit? Ja, der Bungalow ist auch geil. Ja, super. Ich finde beides geil. Ach, ich glaube irgendwie hier der Bungalow, der ist wahrscheinlich doch vom Wohnkomfort ist der noch cooler. Ja. Der sieht schon irgendwie cooler aus, oben mit so einer Kuppel drauf. Beobachtungskuppel und Kunst davor und irgendwie. Ja, und dann hast du so dieser ganz feine Betonboden und ein super geiles großes Wohnzimmer. Bei dem anderen Haus ist dann auch alles so verschachtelt. Nee, ich nehme Bungalow. Okay. So. Ja, das ist ja jetzt nicht nur ein Bungalow, das ist so ein Kunst... Ja, so ein Kunst... Bauhaus. Ja. Genau, es sieht schon also extrem cool aus. Okay, okay. So, jetzt geht's aber noch weiter. Weiter. Das stellen wir jetzt erstmal zurück und die Auflösung, die gibt's sowieso erst am Ende. Jetzt was ich ist denn dann die Auflösung? Ja, ich werde dann was ich für ein Typ was bin, vorlesen. Ja, okay. Es geht genau. Wo hast du denn diesen Psychotest her? Ja, habe ich gekauft. Ach du Scheiße. Habe ich in einem Kunsthandel gekauft. Habe ich da so gesehen und mir gedacht, das wäre doch was. Okay. So, also darum ging es jetzt, was bist du für ein Typ? Und bei den Häusern oder was? Genau. Und jetzt möchte ich, dass du dir Bildern von Stühlen anschaust. Ja. Und du suchst den Stuhl aus, der dir am besten gefällt. Okay. Der Stuhl, der dir am besten gefällt. Und auch mal bitte beschreiben, was wir hier so sehen. So, mal auf die Schnelle. Das eine ist so ein Stuhl, der sieht aus wie ein Kinderstuhl, finde ich, aber auch ein bisschen künstlerisch, aus Holz. Ja, so ein Holzgestell mit, ja, so einer Lehne aus Holz und schmale Stege. Stege. Ja. Leisten. Genau. Keine Ahnung. Viel Quadrate. So, bei dem anderen, der ist schon so sesselartig mit so einer Lederpolsterung, aber auch immer noch. Sieht immer noch eher aus wie ein Stuhl. Sehr dunkel. Dann haben wir den klassischen gemütlichen Fernsehsessel mit einer. Ja, mit Blumenmuster. Mit so einem Blumenmuster. Aber der Zustand, wie sieht der Zustand aus? Eher alt und vergammelt. Also unten kracht so die. Ja, der steht auf einer Straße. Sieht schon ein bisschen nach Sperrmüll aus. Genau, oder? Ja. Aber trotzdem noch. Aber trotzdem gemütlich. Trotzdem gemütlich. Ja. Kann man sich reinfläzen, auf jeden Fall. Dann so ein total. So ein hellbraunen Ledersessel. Auch sieht gemütlich aus. Knarzt bestimmt ziemlich gut, ne? Knarzt ein bisschen, ja. Dann haben wir was total Abgefahrenes. Das sieht aus wie ein, als wäre da ein Vorhang drüber geschmissen worden. So ein grüner. Sieht so barock, würde so ich sagen. So barockmäßig mit so serviert, so, ja, so Vorhangspitzen irgendwie dran. Könnte schwerer Samt oder sowas sein. Ja, irgendwie so ein bisschen Oma-mäßig. Okay, weiter.
Und dann, oh, dann haben wir jetzt wieder hier Bauhaus. Total stylisch, total künstlerisch. So ein Ledersessel, aber ohne Armlehnen. Und diese Lederpolsterung sind auf so einem ganz schmalen Holz. Relativ niedrig, ne? Niedrig, sehr niedrig und sind auf so schmale Holzstege drauf. Könnte bei einem Psychologen im Behandlungszimmer sein, ne? Da könnte so ein, tatsächlich so ein Psychologe drauf sitzen, ja, wenn du irgendwie eine Sitzung hast oder so. Das würde passen, ja. Und dann noch so ein Hocker, so ein Schemel, so ein Strafhocker. Was? Es sieht aus wie so ein Strafhocker, wo du dich draufsetzen musst, wenn du dich schlecht benommen hast. Und dann haben wir noch einen Sessel, ja, es sieht eher so wie ein Schaukelstuhl, aber ist keiner. Und auch sehr schnörkelig, barock, Polsterung. Auffälliges Muster. Ja, so sehr schnörkelig. Blumig. Blumig, ja, mit Armlehnen. Okay, darf ich nicht jetzt, okay, da weiß ich eigentlich schon ziemlich schnell, welchen ich nehme. Echt? Ja. Und bin zwar? Ich jetzt ziemlich sicher. Also entweder dieser Ledersessel hier, der so knarzt, der sieht sehr gemütlich aus, ist mir dann aber doch zu klobig. Und der stellt mir doch die Bude zu sehr voll. Da nehme ich doch den, wo der Psychologe drauf sitzen würde. Okay. So ein ganz flacher, mit so breiten Lederpolstern auf so einem puristischen Holzgestell. Finde ich sehr geil. Den nehme ich. Interessant, Stefan. Yeah. Passt übrigens sehr gut in meinem Bungalow. Finde ich auch, den ich ausgesucht habe. Finde ich auch. Ja. Bei diesem Test geht es darum, was für ein Freundschaftstyp du bist. Okay. Und das wird halt anhand des Stuhles. Echt? Wenn ich das und das kann man wirklich sagen, ja. Ja, deine Vorliebe für den Stuhl sagt aus, was du für ein Freundschaftstyp bist. Ja. Wenn du das gewusst hättest, hättest du dann lieber einen anderen Stuhl genommen? Vielleicht. Zum Beispiel hier diesen je nachdem, was geranzten kleinen Hocker? Ja, aber leider gefällt mir der überhaupt nicht. Ja. Ich werde es dir aber nachher erst vorlesen, Stefan. Ja. Noch, gibt's noch einen müssen Test, wir oder? Uns... Nein, das sind die beiden einzigen, die ich jetzt für heute vorbereitet habe. Ja. Ich habe noch andere. Aber denk dran, leg nochmal die Karten zurecht, die ich fast sonst genommen hätte. Ja, okay. Falls ich jetzt so ein total niederschmetterndes Urteil gleich von dir bekomme. Nein, nein, das ist nicht von mir das Urteil. Und es ist auch kein Urteil. Ja. Es ist einfach nur ein Gedankenanstoß, der vielleicht zum Nachdenken anregen soll. Das ist kein Urteil, auf keinen Fall. Okay, sehr gut, dann bin ich aber ruhig. Ja, und zum Ende der Folge werden wir sind alle ganz gespannt. Und ja, und vielleicht können unsere Zuhörer auch mitmachen. Wir werden die Fotos von den Stühlen und von den Häusern werden wir bei Twitter raushauen und dann kann man sich eins aussuchen. Okay. Ja. Aber kriege ich denn jetzt nicht die Doch, aber erst zum Ende der Sendung. Man muss ganz bis zum Ende durchgehört haben. Nice. Clevere und erfolgreiche Podcasts machen das so, um die und die Leute bei Laune, bei der Stange. Man könnte ja vorspulen, ne? Aber das traut sich auch keiner. Mhm. Quasi so eine Art Cliffhanger, oder? Ja, ja. So, du hattest noch auch weißt noch einen du, was Song ich, vorbereitet, oder? Weißt du, was ich übrigens total geil an Cliffhangern finde? Ja, was denn? Erzähl ich in der nächsten Folge. Oh, was für ein Trottel. Geil, oder? Mann, ist das billig. Billig. Dass ich darauf reingefallen bin. Sag mal, was kommt denn eigentlich noch? Dass ich darauf reingefallen bin. Okay. Du wolltest doch einen Song machen, oder? Ja, genau. Und zwar wollte ich endlich mal einen Song in unsere Playlist reinlegen, der aus einer ganz anderen Richtung kommt und nicht mit Heavy Metal und lauten, harten Gitarren. Okay. Und zwar, ich weiß, du verdrehst jetzt die Augen, aber viele Hörer werden dankbar aufatmen und sagen, geil, dass du diesen Song auf diese Liste gesetzt hast. Ich habe neulich einen Film von Wim Wenders gesehen, es war eher eine Doku. Und Wim Wenders, die Filme, ich kenne die eigentlich gar nicht. Mit wem habe ich denn letztens über Wim Wenders geredet? Mit mir. Ach, ja. Und ich kenne die Filme eigentlich gar nicht richtig. Ich habe, glaube ich, noch nie einen einzigen Film von dem durchgeguckt, weil die sind ja auch relativ langatmig. Ja. Ist ja so ein bisschen Art, wie nennt man das? Programmkino. Programmkino, genau. Ja. Und dann ist mir, aber mir ist aufgefallen, dass der Soundtrack in Wim Wenders Film extrem geil ist. Mhm. Also der sucht halt immer echt coole Lieder raus, die jetzt bin ich gespannt. Extrem geil zu seinen Filmen passen. Und ein Lied, was in einem Film von ihm vorkommt, der Ententanz, habe ich entdeckt. Und ich hatte es auch schon mal irgendwo gehört und gedacht, geiler Song. Und dann habe ich das mal nachgeschlagen, geguckt, was das für ein Lied ist. Also die Band heißt Banana Fishbones. Und das Lied heißt Road to Nowhere. Hast du schon mal von gehört? Ja, es ist aber nicht im Original von denen. Sicher. Dann hättest du aber auch das Original nehmen weil können. Weil ich dachte, das wusste ich. Road to Nowhere.
Bist du sicher? Ich glaube, das ist von der Original von Banana Fish bei uns. Das mit Sicherheit nicht. Ist das nicht eine Band aus den 90ern? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe das nachgeguckt. Ich glaube, das ist von Talking Heads oder sowas. Auf jeden Fall, also das überrascht mich jetzt sehr. Ja. Weil ich hatte nämlich, ehrlich gesagt, fand ich das auch erstaunlich, dass dieses geile Lied von einer Band kommt, die aus Österreich oder Oberbayern kommt. Weil Banana Fish bei uns kommen aus Oberbayern. Und da habe ich mir gedacht, wie können die nur so einen geilen internationalen Hit machen? Ja, im Original von Talking Heads. Ach so. Ja. Krass. Ja. Das ist ja jetzt peinlich, ne? Müssen wir das rausschneiden? Nein. Weil ich so unbeholfen und völlig ahnungslos daherkomme? Vielleicht hast du es auch irgendwie falsch recherchiert und bist dann auf dieses Cover von denen gestoßen. Ist das in dem Film, wenn das Film wirklich von denen so enthalten? Das ist auf jeden Fall die Version von Banana Fish Bones im Wim Wenders Film. Was ist Banana Fish Bones? Und deshalb, das ist eine Band aus Bayern. Das habe ich auch schon mal und gehört. Die waren irgendwie Song ziemlich geil gecovert. Waren die nicht so wie Guano Apes so ein bisschen? Ja, das kann sein. Ich glaube, die sind auch mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Wir spielen einfach dieses Lied von Banana Fish, die Version von Banana Fish bei uns, und die heißt Road to Nowhere. Alles klar. Der Song Road to Nowhere, ziemlich gut. Alles klar. We're on the road to nowhere. Come on inside. Taking that ride to nowhere, we'll take that ride. I'm feeling okay this morning, and you know, we're on the road to paradise. Here we go, here we go. We're on the road to nowhere. Come on inside. Taking that ride to nowhere. We'll take that ride. Maybe you wonder where you are. I don't care. Here is where time is on our side. Take you there. Take you there. We're on the road to nowhere. We're on the road to nowhere. We're on the road to nowhere. Oh, there's a city in my mind. Come along and take that ride. And it's alright, baby, it's alright. And it's very far away, but it's growing day by day. And it's alright, baby, it's alright. They can tell you what to do, but they make a fool of you. And it's alright. Du, ich habe ja noch Filmecke vorbereitet gehabt. Ich habe kaum mehr dran gedacht, aber jetzt kommen wir nicht drum rum,
dass du dir das auch noch anhören musst und unsere Zuhörer müssen das auch noch ertragen, ja. Weil ich war da wieder bei Twitter unterwegs und habe so eine kleine Umfrage gemacht und habe gesagt, welchen Film müssen wir unbedingt mal bei Zart und Bitter besprechen, ja. Und da habe ich ein paar Vorschläge gemacht und man konnte dann wählen, welchen, ja, Film. Zum Beispiel Halloween Teil 4, ja, oder was war noch dabei? Terminator. Nee, habe ich bewusst rausgelassen. Ja. Ich habe eher so ein paar Exoten genommen. Cyborg mit Jean-Claude Van Damme habe ich noch genommen. Okay. Und unter anderem habe ich Critters. Und der hat irgendwie mit, was weiß ich, 35% oder so gewonnen. Und jetzt müssen wir über den Film von 1986, Critters, sprechen. Critters kann ich mich leider überhaupt nicht dran erinnern. Worum ging es da nochmal? Ja, also hast du ihn gesehen? Weiß ich nicht. Ist mir jetzt aber nicht irgendwie hängen geblieben, dass ich sagen kann, oh ja, weiß ich noch. Dame. Also das war einer. Irgendein Horrorfilm, oder? Ja, aber was mir an dem Film sehr gut gefallen hat, das ist einer von diesen Science-Fiction-Horrorfilmen, den man auch schon mit 12 Jahren locker gucken kann. Kannst du ganz kurz sagen, worum es Critters heißt, der? Critters. Das ist halt so ein Slangwort für Creatures, also Kreaturen, dass man irgendwelche Viecher, könnte man auch dazu nennen. Und zwar ist das so eine Farm im mittleren Westen der USA, nehme ich mal an, wird von Außerirdischen heimgesucht. Mega. Und diese Außerirdische sind so runde Fell Knäuel mit einem, die bestehen eigentlich nur aus so einem Gebiss und sind so ein runder Fellknäuel, können auch Pfeile abschießen und wachsen, werden immer größer. Und also was ich schon mal cool finde, ist, ohne den Film jetzt gesehen zu haben. Du hast ihn bestimmt gesehen. Ich habe den nicht gesehen. Meinst du nicht? Ich habe den wirklich nicht gesehen. Okay. Also ich dachte irgendwie, du erzählst jetzt von dem Film Creepers oder so. Jeepers Creepers. Ja, das habe ich irgendwie gesehen. Ja. Aber den habe ich nicht gesehen, aber ich finde tendenziell schon Filme, die irgendwo in Amerika auf dem platten Land an der Farm losgehen, finde ich schon immer irgendwie geil. Ja. Weil das ist so anders, weißt du, wir leben hier so in unseren piefigen deutschen Vorortdörfern und das ist so eine komplett, das ist halt Amerika und das finde ich schon immer geil, wenn man in so eine Szenerie eintaucht. Also diese Critters sind runde Fellknäuel. Ja. Und die haben auch mal so einen lustigen Spruch auf Lager. Ja. Ne? Die zwitschern dann irgendwie so komisch oder reden und werden dann so untertitelt. Ja. Ne? So, aber sowas, wenn die sagen, oh, lass uns hier abhauen. Sowas. Ne? Hört sich so ein bisschen nach Minimins an. Minions, ja. Minimins. Die werden ja auch irgendwie untertitelt und labern keinen richtigen Satz. Okay, also ich hasse die Minions. Ich auch. Ich fand die vom ersten Moment, wo die aufgetreten sind, weder lustig, total nervig, noch schön, noch sonst was. Ja. Also ich finde auch, die Kinder heutzutage, die sollten Bettwäsche und irgendwelche T-Shirts von Critters statt von Minions anziehen. Finde ich viel besser. Naja, jedenfalls sind das diese so runde Feldknäuel aus dem Weltall, die sich zusammenrotten können, die vermehren sich, die vergrößern sich und machen dann quasi Jagd auf die Menschen in dieser Farm. Ja. Und dicht auf den Fersen von den Critters sind so Weltraum-Kopfgeldjäger. Die Critters sind denen quasi entkommen und auf der Erde so notgelandet und die denen hinterher. Und diese Kopfgeldjäger sind halt einfach nur so, die haben weder Gesicht noch irgendwie so eine äußere Erscheinung. Und das sind so wie so glühende, wabernde Blobs. Ja. Ne? Und die nehmen aber dann eine menschliche Gestalt an. Und als diese wabernden Blobs dann in ihrem Raumschiff sind, sehen die quasi auch so eine Art Musikkanal, sehen die dann so einen, natürlich gefakten, den gab es dann halt nicht wirklich, so einen Star. Ja. Und der sieht halt dieses Musikvideo, was extra dafür produziert wurde. Ja. Der Schauspieler, der das damals gemacht hat, Terrence Mann, wurde danach oder war davor schon richtiger Broadway-Musical-Star. Okay. Und er hat danach auch noch, der ist immer noch aktiv, der ist Professor für Theater und Musical mittlerweile. Okay. Und hat 1986 und auch noch in den Nachfolgern in dem Film Critters mitgespielt. Und er hat dann diesen Weltraum-Kopfgeldjäger gespielt, aber der hat dann quasi diesen... Also die haben dann seine Gestalt angenommen. Genau, weil der hat dann diesen Star in Anführungszeichen gesehen, dann in diesem Musikfernsehen. Der hieß dann Johnny Steele und hat das Lied Power of the Night gesungen. Okay. Und der hat sich gedacht, diese Gestalt nehme ich jetzt an. Ja. Und dann waren halt diese Leute auf der Farm, haben dann gedacht, Johnny Steele, was macht der denn hier? Ja. Und dann gesagt,
Und hat dann als erstes gefragt, das war, glaube ich, der erste Satz, wo sind die Critters? Und die, was? Keine Ahnung. Ist der denn dann tot gewesen? Haben die den so ausgesaugt, weggeschmissen aus der Hülle und sich der Hülle angenommen? Oder war der weg? Nein. Oder kam der dann wieder zurück? Oder wie war das? Die haben den einfach nur im Fernsehen gesehen und haben sich gedacht, diese Gestalt werde ich jetzt annehmen. Ach so, den gab es dann noch woanders? Gab's den genau, noch? Genau. Die haben nur die Gestalt angenommen? Ja. Ach so, ich dachte, die haben den so übernommen. Also so sein Gehirn übernommen. Und das wäre natürlich auch cool gewesen, ja. Aber die haben halt einfach nur, das wäre so, als würden jetzt Außerirdische denken, ich sehe mal aus wie Tom Cruise und nehme die Gestalt an. Okay. Und dann steht er dann bei dir vor der Tür und sagt, genau. Hey, hallo, hier bin ich. Hier bin ich, wo sind die Critters? Genau, und du denkst ja, was, wieso? Was, genau, welche Critters und wer bist du? Ja. Also ist Tom Cruise, wieso steht Tom Cruise vor meiner Tür? Ja. Und hat so eine riesen Wumme dabei. Ja, und fragt dann nach Critters. Ja. Was ist das, Süßigkeiten? Und ja, dann stellt sich dann heraus, ja, wir werden hier angegriffen von irgendwelchen Weltraum-Kuschelkillern. So hieß übrigens der dritte Teil, die Kuschelkiller sind zurück. Okay. Der erste Teil hieß, glaube ich, da gab es zwei Titel, ich habe es extra nachgeguckt, zwei Titel, auf Englisch hieß es einfach nur Critters und auf Deutsch hieß es Critters, sie beißen, Alternativtitel, Critters, sie sind da. Mhm. Ja, aber du kennst doch solche Filme, die eigentlich in dem Bereich Horror und oder Science-Fiction gehen, die aber man trotzdem gucken kann, die nicht so schlimm sind. Ja, klar. Wenn da einer von Fellmonstern gefressen wird, ja, ist irgendwie nicht so schlimm, als wären das. Als wenn das so Zombies sind oder so. Genau. Zombies sind schlimmer. Und ja, weil's so nicht so menschlich ist. Es ist schon zu. Ja, es ist halt stofftierartig. Ja, und man. Dann ist das nicht so gruselig. Ja, genau. Es ist schlimmer, wahrscheinlich. Also, es war dann auch bewusst so gemacht, dass man so ein bisschen drüber lachen kann. Oder der so. War schon ab 16 freigegeben. Aber trotzdem, es hat funktioniert. Klar, da war dann noch ein bisschen geschnitten. Diese Auffressszenen waren vielleicht ungeschnitten schon noch ein bisschen krasser. Aber ich würde sagen, heutzutage mit 10 Jahren, dein Sohn, der kann im nächsten Jahr kann er den ohne Probleme gucken. Mit 5. Okay. Kein Problem. Findet er lustig. Okay. Und im ersten Teil spielt Billy Zane mit. Ein guter Freund von unserer Sendung. Billy Zane haben wir schon öfters erwähnt. Kann sich erinnern an Billy Zane? Nee. Wer war das nochmal? Das ist der Bösewicht aus Titanic. Ach, der. Der hat ja übrigens jetzt eine komplette Glatze, ne? Hat er? Der hat eine Vollglatze. Ich habe den neulich in einer Serie gesehen. Hm. Ich habe den erst gar nicht wiedererkannt. Who the fuck is this bald man? Ich so, was? Ey, das ist dieser schöne. War der so schön? Ja, der sah schon ziemlich gut aus und sollte ja diese Frau heiraten von. Kate Winslet. Genau, Kate Winslet, die er dann auf Rose, so hieß sie im genau, Film. Und er hieß Jack, ne? Nein, Jack war natürlich Jack Dawson, das war natürlich Leonardo DiCaprio. Ja, meine ich ja. Und also Leonardo DiCaprio hieß Jack. Genau. Und sie hat sich dann für ihn entschieden, aber sie sollte ja eigentlich den, wie heißt der Schauspieler? Der heißt Billy Zane. Genau. In Titanic sah der total smart aus und so. Und in dieser Serie, aber war so widerlich. Ja, von klar. Seiner ganzen Art und allem. Aber schon so ein smarter Typ. Und jetzt in der Serie, wo ich ihn neulich gesehen habe, hatte der so eine Glatze und sah so ein aufgepumpter Prolet irgendwie und sah auch richtig alt und böse aus. Krass. Ja. Übrigens, Critters ist die gemeinsame Basis von Billy Zane und Leonardo DiCaprio. Im dritten Teil von Critters, ich glaube, der kam dann 1990, kann das sein, hat Leonardo DiCaprio seinen ersten Kinofilmauftritt. In Critters. Critters Teil 3. Die Kuschelkiller kommen. Oder was? Die Kuschelkiller sind zurück. Gibt's ja gar nicht. Ja. Was hat denn der da gespielt? Ein Typen oder was? Ja, der war da ganz, ganz jung. Was ist der für ein Jahrgang? 1980? Ja, ich würde sagen, der ist ein bisschen älter. Ich würde sagen, da war der vielleicht so 13 Jahre alt. Sagen wir mal, der ist Jahrgang 1976 oder so. Ja. Und hat wahrscheinlich gut gespielt, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Ich fand ihn ja eigentlich immer gut. Immer gut, ja. Ich fand ihn immer gut. Ich finde, das ist ein wirklich guter Schauspieler. Wir lieben ihn. Das ist ja, was wir ihm entgegenbringen, ist doch absolute Liebe. Ich sag mal, die letzten 6, 7 Filme von ihm, die kann man alle uneingeschränkt, die letzten 10 Filme kann man alle uneingeschränkt von ihm gucken. Das war auch in dem letzten, wo er gespielt hat, von Quentin Tarantino, wie hieß es nochmal? Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Hat er auch grandios gespielt, grandios. Hat er gut gespielt, ja, vor allem, wie er dann als Cowboy war. Aber den Film insgesamt
Ich fand ihn okay. Ja, war okay. Im Kino konnte ich ihn auch genießen, aber ich hatte nicht danach das Gefühl, also dass ich ihn nochmal anschauen will. Wobei das Ende, es war ja die Idee bei Once on a Time in Hollywood, war ja die Idee, dass es so schön gewesen wäre, wenn der Film anders, wenn dieses Drama um diesen Mord an dieser Ehefrau von Roman Polanski anders ausgegangen wäre. Ja, ist natürlich. Und deshalb auch Once Upon wie ein Märchen. Genau, wie so ein Märchen, genau. Fand ich gut. Also, wenn man das Ende nicht erahnt hat, war es echt cool. Ich fand das auch gut. Ich habe ja auch gesagt, dass ich habe das im Kino genossen. Ich würde ihn mir aber jetzt nicht nochmal angucken. Und ich fand halt schon, die meiste Zeit ist Brad Pitt im Auto durch L.A. gefahren. Ja, stimmt. Sah schon cool aus. Und Brad Pitt sah auch, wie er da das Dach da gedeckt hat oder die Antenne gerichtet hat, super aus. Aber ich sag mal, schauspielerisch kommt der gegen einen wie Leonardo DiCaprio nicht an. Finde ich immer auch. Also er hat halt so einen Deppen gespielt, ne? So ein bisschen so diesen Proleten, der irgendwie. Ja. So mehr war nicht drin. Ja, das kann er auch irgendwie aber trotzdem, ganz gut. Aber dieser Körper, der ist Mitte 50, der Mann. Ja gut, der hat auch viel Zeit und Geld, sich darum zu kümmern. Hast du kein Geld dafür, um dich darum zu kümmern? Du brauchst Zeit und Geld, um sich dir was aufzuspritzen oder so. Man braucht viel Zeit, um sich einen guten Körper anzuschaffen. Ja, du musst eigentlich nur ein bisschen diszipliniert hungern und Sit-Ups machen. Und keine Kinder in die Welt setzen. Der hat aber Kinder in die Welt gesetzt. Ja, aber er muss sich nicht drum kümmern. Ach so. Er hat Nannies, die sich um Kinder kümmern. Das ist eine Unterstellung. Er ist ein großartiger Vater. Genauso wie bei dem Sänger von Coldplay. Wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht. Coldplay interessiert Chris, mich Chris nicht. Chris Martin oder so. Ach, du hast recht, so heißt er. Ja, Chris Martin. Ist er nicht? Der hat, glaube ich, 3 Kinder oder so. Ist jetzt nicht so viel. Ja, normalerweise müsste der Typ am Stock gehen. Der müsste den ganzen Tag lang, dem müssen die Haare ausfallen, weil er sich um die Kinder kümmert. Macht den. Der tourt um die Welt und spielt in seiner Band. Ja, warum? Weil er sich Nannies leisten kann. Ist er nicht mit Gwyneth Paltrow verheiratet? Ja, genau. Der hat mit der 2 Kinder oder 3. Ex-Frau von wem? Gwyneth Paltrow? Leonardo DiCaprio. Nein, Brad Pitt. Ah, da schließt sich der Kreis. Und wo sind wir jetzt? Wo kommen wir ins Spiel? ZB. Was? Wie, wo kommen wir ins Spiel? Ja, so als Ehemänner von Gwyneth Paltrow und so. Sei froh, dass du mit der nicht verheiratet bist. Warum? Die ist doch total gaga. Die hat doch irgendwie so einen Esoterik-Shop gegründet. Keine Ahnung. Und verkauft, was weiß ich, Vaginalseife aus Himalaya-Salz oder so. Also die ist das so, eine der ersten Influencerinnen überhaupt. Die war irgendwie 2002, war die schon Influencer. Da kannte keiner das Wort. Da hatte die schon irgendwie einen eigenen Shop. Ich dachte, Shop die ist Schauspielerin. Wieso ist eine Influencerin? Knete. Warum sind wir Podcaster? Wir machen es auch nur wegen der Knete. Hm. Ich sag, 2020 ist unser Durchbruch. Ah ne, haben wir ja schon. 2030 ist unser Durchbruch, Stefan. Dauert nur noch 10 Jahre. Geil. Noch 10 Jahre Klinken putzen, dann ding, wird sich das alles auszahlen. Geil, und dann kommt vor unserem Podcast so eine geile Werbung. So, kaufen auch Sie bei Knauber das neueste Sortiment. Jetzt Rollrasen, super lang zum Ausrollen. Nur bei Knauber, sofort für 10,99 €. Du weißt ja, und dann kommt unser Knauber hat irgendwie vor 4 Wochen dicht gemacht. Ach so, ne? ja, deshalb, ja. Deshalb machen die ja Werbung in unserem Podcast. Genau, bei uns, ja. Nee, das Kind von Gwyneth Paltrow an der Stelle noch heißt Apple. Ah, du hast recht, ja. Und wie heißt der Sohn von Verona Poth? Birne? San Diego. Tja, geht doch. San Diego? Ja gut, ist eine Stadt. Ja, und ein Heiliger. Der Heilige, was ist Diego auf Deutsch? Ja. San Diego, ja, ist ungewöhnlich, aber kann man machen. Ach komm, oder? Der Name ist dämlich. San Stefan. Also. Apropos Wie findest du den Namen? Ganz kurz. Was? Nee, ja, alles gut. Aber jeder kann sein Kind so nennen, wie er will. Aber absolut. Namen, ich glaube, die meisten. Ich finde es ja auch cool, dass nicht mehr alle Hans-Jürgen und Günther. Ja, aber ich glaube, die meisten sind sowieso unzufrieden mit ihrem Namen. Und so Leute wie Apollo, die könnten auch Kandidaten dafür Bist sein. Bist du eigentlich unzufrieden mit deinem Namen? Nö, ich bin zufrieden. Ich finde es ein bisschen komisch, dass in meinem Alter und deutlich ältere ganz oft so heißen. Den Namen, den gibt es ja wirklich wie Sandra Aber der mehr. Kommt nicht mehr, ne? Ja, ist auch ein bisschen schade, dass er nicht mal kommt. Ja. Und ich bin damit zufrieden. Meine Eltern nennen mich auch anders in abgewandelten Form, du sowieso. Nur manchmal sagst du Michael, finde ich ein bisschen seltsam, finden unsere Hörer auch also komisch. Also ich nenne dich ja immer Magic Mike. Oh Gott, das finde ich ziemlich geil. Apropos Magic, ich bringe jetzt noch so ein bisschen Magic. Sag mal, wir wollten eigentlich über Critters reden. Ja, das war's.
Achso, das war schon, oder? Ja, mehr gibt's über Critters nicht zu sagen. Die Critters wurden dann quasi, wie das immer so ist. Ja, irgendwann alle angefangen, abgeschlachtet. Ja, und genau. Happy End. Und die konnten dann gerade dann noch die, ja, dann am Ende wurde quasi so dieses ganze Wohnhaus mit Grundstück und Erde wurde so von dem Raumschiff so abtransportiert. Weggebeamt. Okay. Glaube ich zumindest. Oder, abgefahren. Oder war das nicht bei Louis Dufiné und seine außerirdischen Kohlköpfe? Nee, das war, also, das kommt öfters, ich erinnere mich daran, ich habe das gesehen, das war in einer der ersten Filme von dem Regisseur von Herr der Ringe. Wie hieß der nochmal? Peter Jackson? Peter Jackson. Meinst du Braindead? Genau. Oder war das Braindead? Ja, ich glaube. Der ist von dem. Der hat so einen Film gedreht, das war einer seiner ersten Filme. Total skurril. Da rennen so Außerirdische rum mit so nackten Ärschen. Kennst du das? Und die humpeln immer so. Und ganz am Ende sägt sich einer durch den mega krassen Super-Außerirdischen vom Kopf durch den ganzen Körper, sägt sich mit so einer Motorsäge durch den durch und kommt dann unten zwischen den Beinen wieder so, sägt er sich so raus und platscht dann so in so Blut und Gedärme so raus und sagt dann so, wow, meine zweite Geburt. Und dann fliegt dieses ganze Haus mit diesem toten Alien in den Himmel. Klingt schon sehr nach Braindead, ne? Ja, und das war der erste Film von Peter Jackson, muss man sich mal überlegen. Total skurriler, ganz komischer Film. Ja, aber mit irgendwas so muss man so ein Splatter-Scheiß. So, auch so ganz billig irgendwie. Mit irgendwas musst du doch anfangen, da sieht man Stefan. So richtig, wie die alle sich, damals gab es ja noch kein Photoshop und Grafikanimation. Da sieht man halt so, wie die sich alle ihr irgendwie Gedärme beim Metzger gekauft haben und dann da irgendwie diese Aliens auseinandergesägt haben. Also sieht man dann quasi, das war einer der ersten Filme von Peter Jackson. Ja, großartig. Ja, und dann großartig, dass aus dem dann dieser großartige Regisseur geworden ist. Hätte ich nie gedacht. Sag doch noch öfter, sag doch nochmal großartig. Habe ich großartig gesagt? Ja. Okay. Zweimal hintereinander. Da ist doch auch irgendwie, wo dieses Ohr abfällt in so eine Suppe und dann frisst derjenige das selber. Ja, genau. Ich glaube, das war fand so. Ich, finde ich nicht gut. Ich fand den Film nicht gut. Ich fand den Film nicht gut und ich fand die alles daran nicht gut. Ich konnte nichts verstehen. Also ich fand das einfach bescheuert. Ja. Aber, also ich muss ganz, ganz klar sagen, bei Herr der Ringe, wo dann so die Orks gezeigt werden, die werden ja auch bei Herr der Ringe so geboren. Und dann werden die aus so Blasen rausgeschnitten. Ja, kannst du dich noch daran erinnern? Klar. Genau, und das, da merkt man. Urukais. Genau, und da merkt man schon sehr krass diese Handschrift von Peter Jackson. Also, wenn du dann diese ersten Filme von dem kennst, merkst du so, ah ja, dass dieses komische Fäble von Peter Jackson, der so auf diese skurrilen Splatter-Momente steht oder so. Das merkt man da schon in dem. Da referenziert er quasi auf sich selbst. Ja, ja, man merkt halt diese Handschrift des Regisseurs. Aber nur, wenn man die Filme vorher kennt von ihm. Okay. Ich habe noch etwas Skurriles dabei. Ja. Ich bin kürzlich, habe ich so einen YouTube-Clip gesehen. Der war so von 1990 oder 1991. Und da gab es, ich glaube auf, ich weiß es nicht, jedenfalls im Privatfernsehen gab es dann Stadtwerbung. Oder das war richtig, als Programm gab es Teleshop. Ja. Also nur so als kurze Clips, nicht als komplette Sender oder als komplette Sendung. Ein kurzer Clip und da habe ich mir so ein paar Produkte, die es damals gab, angeguckt. Und die wollte ich dir kurz mal erzählen, was es damals gab und was mich als Kind so richtig fasziniert hat und was war ich das, eigentlich. War das Teleshop von wann? Von 1900? 90, 91. Ja. Und zum Beispiel gab es dann da jedes Mal, gab es da Dampfbügeleisen und ein Sandwichmaker. Und so wie dieser Sandwichmaker dargestellt wurde, hatte er dann auch später, da konntest du ja sonst viel kriegen. Und dieses Dampfbügeleisen und der Sandwichmaker, die haben wie fast jedes Produkt 69 Mark gekostet. Also schon. Wahnsinn. Teuer. Schon echt teuer. Ohne Versandkosten. Für einen Sandwichmaker, den kriegst du heute für 10 Euro. Genau, so für so einen Sandwichmaker, den jeder kennt. Aber damals was ganz Neues, ne? Was ganz Neues. Und das wird dann mit so einer männlichen, kräftigen Stimme so angepriesen, also so eine Stimme aus dem Off, als wäre das wirklich die absolute Sensation. Und das wird dann immer, ist ja so ein bisschen wie so ein Laptop, den man so zusammenklappen kann. Ja. Ne? Und das wird dann immer, ich habe mir das nochmal genauso angeguckt, wird das dann immer so dargestellt, so im Schnitt, dass dann da so diese Sandwich-Scheiben liegen und dann Gurke, Käse,
Champignons, Spargel, ne? Kannst du dir vorstellen, wie ich meine. Ja. Und dann hat man nie gesehen, wie das dann richtig zusammengeklappt wird, sondern man hat halt nur diesen riesen Stapel gesehen, dann ging das so ein bisschen zu und dann war Schnitt und dann waren quasi die fertigen. Also man hat nie gesehen, wie das da irgendwie so an der Seite rausquillt und wie man Probleme hat, das so zusammenzudrücken, ja. Weißt du, ne? Und wie das dann, wie man noch viel zu viel Belag da drauf hat. Ja, ja. Und wenn man das alles so auseinander. Ich krieg's jetzt gerade so zusammen und jetzt diesen Clips nach oben, Gott sei Dank. Da gab's nämlich immer dann den Schnitt, das sah perfekt gestapelt aus. Dann ging es so langsam zu und dann hier, fertig, perfekt. Perfekt, genau. Sandwichmaker gab es, dann gab es... Aber Sandwichmaker ist doch faszinierend, dieses Ding, oder? Du steckst da dieses Toast rein mit Käse und irgendwas drauf, klappst das zu und holst es wieder raus und es schmeckt einfach 6-mal besser als vorher. Ist es nicht einfach geil? Ja. Aber, und ich frage mich auch, warum? Das ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Toast... Heißer Käse. Wenn du einen Toast einfach toastest und das dann rausholst und dann mit Käse oder so beschmierst, schmeckt das nicht annähernd so geil. Wie wenn alles in diesem Sandwich-Toaster zusammengestaut wird und einfach von beiden Seiten gebrutzelt. Ich verstehe nicht, warum das danach einfach 7-mal besser schmeckt. Dieselben Produkte. Dieselben. Die Produkte sind noch dieselbe. Dieselben. Aber es schmeckt einfach 7-mal besser. Ich verstehe es nicht. Warum ist Röstaromen. Es ist echt faszinierend. Also Sandwich-Maker ist nicht schlecht. Und ich hätte auf jeden Fall meiner Mutter viel Dreck erspart und Schrubben des Sandwichmakers, wenn ich damals schon, oder wenn man damals schon diesen Trick gehabt hätte, dass man einfach Backpapier drüber und drunter legt. Dann hast du keinen... Wie, also erst Backpapier und dann Toast oder was? Backpapier und darauf legst du das Toast, dann wieder Backpapier und dann machst du es zu. Habe ich noch nie von gehört. Ist weil das, so? Das wird ja schon durch den Käse hauptsächlich. Das ist eine Sauerei. Ja. Aber damals gab es ja auch keine Backpapierzuschnitte, sondern immer nur so 50 Meter Rollen. Du musstest dann da was abschneiden. So Kinoleinwände. Genau. Keiner hat Backpapier benutzt. War unpraktisch. Ja. Und dann, ach, aber danke für den Tipp. Also hätte ich jetzt nicht im Traum gratis Tipp, ja. Aber ich habe noch mehr Wahnsinnsprodukte für dich. Zum Beispiel Bauchwegtrainer ist jetzt nichts Besonderes. Ne? Gab es damals da auch schon. Für war das, du meinst diese so eine Rolle, die man auf dem Boden legt? Ja, es gibt auch alles mögliche. Appflex, Superflex, und so weiter. Und das war ein Bauchwegtrainer, der hat ein bisschen anders funktioniert. Da konntest du 2 Stück für 49 Mark kaufen. Und da hast du so deine Füße. Das sieht so mega gefährlich aus. Das hat einfach nur so eine riesenlange, dicke Feder. Ne? Und da steckst du, unten ist so eine Vorrichtung, um deine Füße reinzustecken. Ja. Dann hast du diese lange Feder und dann hast du so einen Griff für deine Hände. Und dann streckst du irgendwie so deine Beine aus. Okay. Und dann sollst du Sit-Ups machen. Ja. Wenn du damit mal abrutschen solltest, dann hast du dann kommt dir dieses Fußteil mitten durch diese Feder ins Gesicht geflogen. Und haut dir die Nase durchs Gehirn durch. Das kann und dann gut sein. Kommt hinten, dann steiß von der Nase wieder hinten raus. Jetzt sind wir wieder bei Peter Jackson's Brain Dead. Ja, aber echt? Ja. So ein bisschen. Schön. Nee, aber viel zu gefährlich, das gibt's auch nicht mehr auf dem Markt. Ja, aber es ist auch so lächerlich. Leute, hört doch auf mit diesem scheiß Bauch weg. Diese bescheuerten Werbe. Also ganz ehrlich, geh einfach ins Fitnessstudio, mach deine Liegestützen und diese ganzen Geräte, die wollen alle nur Geld damit verdienen. Ja, es gibt auch Leute, die trauen sich nicht ins Fitnessstudio. Ich habe schon von Geräten, ich habe schon Werbung für Geräte gesehen. Irgendwelche Rucksäcke, du ziehst du da an, ziehst du dir an und dann drehst du dich dreimal im Kreis und danach sollst du irgendwie so das mega Sixpack haben. So funktioniert das einfach nicht. Am Ende ist es das klassische, einfach nur Sit-Ups, fertig. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die trauen sich nicht ins Fitnessstudio. Aber selbst dann würde ich sagen, kauf dir lieber eine Yogamatte und guck dir irgendwelche YouTube-Videos an, wo Leute Bauchübungen machen. Klemm deine Füße unter die Kommode und mach einfach nur Sit-Ups. Ja, fertig. Also, aber die Ausführung ist sehr wichtig. Alles die Ausführung ist wichtig. Ja. Weil Nacken und Rücken und so weiter, naja. Aber es gibt bestimmt viele YouTube-Videos, wo man sich das angucken kann. Also kein Geld für unsinnige Fitnessgeräte vom Teleshopping ausgeben. Aber es gibt noch mehr. Ja. Es gibt zum Beispiel, das nennt sich Kabarett-Set. Ja. Und dahinter verbirgt sich so ein so eine Art, was denn? Was, wie dir das da alles so? Ja, das ist so eine Art, sind so Werkzeuge, um Gurken und Tomaten anzurichten. Zum Beispiel konnte man dann aus Tomaten gab es dann so eine Form und so ein Messer, um die so wie eine Seerose schneiden zu können, so eine Form. Ah, okay, ja? Verstehe. Und dass man so ein Spezialmesser hat, was man auf eine Gurke aufsteckt und dann dreht man das so und dann kriegt man so eine Gurkenspirale.
Okay. Also du kannst die Seerose machen aus Tomaten, du kriegst die Gurkenspirale und du hast so ein Kanapé-Gerät, dass du so, das ist wie so eine Art viereckiges Plastik, Plastikröhre, dass du so Weißbrot, Käse und so aufpieken und aufschichten kannst und dann drückst du das dann wieder raus. Diese Sachen zusammen für läppische 69 Mark. Mega. Kabarett. Damit du dir so eine Spirale drin kannst. Aber auch damals ganz wichtig, weil viele Leute, damals haben viele Leute nach Hause immer Gäste eingeladen. Es war damals. Und da wollte man auch ein bisschen beeindrucken. Ja, eben. Da musste man irgendwie aus einer Gurke einen Schwan schälen. Damit die Leute sagen, wow. Aber was machst du denn da mit dieser Gurkenspirale? Ja, legst du auf den Teller und dann, dann sieht das irgendwie schön aus. Aber Essen? Also das kann ich schon verstehen. Und was mit Essen? Die kannst du dann auch essen. Ja. Also das finde ich, das kann ich schon verstehen. Dieses Dekorative, dass man auch essen kann, das finde ich macht Sinn. Es ist halt einfach viel zu teuer. Ja. Aber es kommt noch besser. Noch zwei Produkte habe ich. Okay. Ein etwas günstigeres Produkt für läppische 39 Euro. Mark, das nennt sich Mr. Oho. Mhm. Mr. Oho. Okay. Und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass so ein Produkt ernsthaft angeboten wurde, dass man sich da nicht zu blöd war, dieses Produkt anzubieten und dass das dieser Mann auch noch mit dieser würdevollen, erhabenen Stimme erklärt und präsentiert hat. Ja. Diese Figur, Mr. Oho, die konntest du dir mit Saugnäpfen hinten auf dein, an dein Auto dran machen, an die Heckscheibe. Ja. Und da hattest du vorne, da war dann so eine Art Schlauch dran, also es war eine Figur eines korpulenten, männlichen Wesens. Ne? Okay. Und da hattest du dann so einen Schlauch dran und hattest vorne... Also das war so ein Mensch. Ein Männchen. Männchen, ja, ja. So ein pummeliges Männchen, so in der Art Michelin-Männchen oder so. Ja. Aber noch ein bisschen menschlicher Michelin-Männchen. Sieht ja aus wie eine Comicfigur. Und da hattest du dann so eine Verbindung und hattest da so eine Handpumpe, so wie beim Blutdruckmessen früher. Und wenn du die betätigt hast, hat diese Figur Mr. Oho so die Hose runtergelassen und den nackten Hintern gezeigt. Und das war dafür da, wenn ein Drängler auf der Autobahn hinter dir war, damit man ihm zeigen kann, was man davon hält. Warum Mr. Oho die Hose runter, wenn man daran pumpt. Hammer. Wieso hat sich das Produkt nie durchgesetzt? Ich finde das total gut. Warum sieht man das nicht mehr auf deutschen Autobahnen? Ich weiß es nicht. Den Mr. Oho. Hat den noch jemand irgendwie, kann man den noch erwerben? Aber was für eine geile Sache. Den müsste man mal wieder reaktivieren, den Mr. Oho. Ja. Mr. Wieso hieß der eigentlich Mr. Oho? Ja, ich weiß. Und nicht Mr. Po. Ich weiß es nicht. Zum Beispiel. Vielleicht zu anzüglich, ja. Ja, aber das ist immer noch nicht mein Highlight-Produkt. Aber das ist schon... Das ist schon gut. Das ist schon eigentlich richtig. Aber mein... Und dann sollte auch vorne dann der Fahrer die Hose runterpumpen, ne? Der Fahrer betätigt das dann und damit kann auch der Beifahrer machen. Ja, klar. Du kannst es dir auch in dein Fenster stellen, um den Nachbarn, zu verarschen oder so. Ein Scheiß. Ja, das war auf... Wer gibt denn für sowas Geld aus? Ich weiß, da gab es Leute, die gesagt haben, da hole ich mir. Da ruhe ich mal an. Wenn dahinter mal wieder einer drängelt, dem zeige ich den nackten Arsch. Aber was ich wirklich gerne gehabt hätte, das gab es auch beim Teleshop, das war der sogenannte Alleshörer. Ja. Hat wahrscheinlich, ich habe nicht rausgefunden, was der gekostet hat, aber ich schätze mal, dass der auch 69 Mark gekostet hat. Der Alleshörer. Ja. Und zwar wurde das dann so, das war so eine Art Walkman, so ein ganz billiger Kopfhörer und so eine Art Walkman, den man so am Gürtel trägt oder an dem oder um den Hals rum. Das war aber kein Walkman, wo du nur eine Kassette oder so reingetan hast oder ein Radio. Ja. Ich glaube, ein Radio war auch drin. Sondern da war halt so ein Mikrofon dran, damit sie den Fernseher besser hören können, wenn sie ihn nicht so laut machen wollen. Also ein Hörgerät oder was? Im Prinzip ein Hörgerät, so ein Hörverstärker. Ja. Und dann haben die dann aber so gezeigt,
dass der dann so irgendwie so hinter so einer Hecke steht und so Leute, die auf der anderen Straßenseite sich unterhalten. So Nachbarn. Das, genau. So lästern, ne? Genau. Dass der dann so die Nachbarn belauscht. Belauscht. Das wurde jetzt nicht gesagt. So KGB-mäßig oder was? Genau. Das wurde jetzt nicht so besonders aber wurde herausgestellt. So aber so von wegen, hey, dafür kannst du es auch benutzen. Den Alleshörer, der ist zwar eigentlich dafür da. Alleshörer. Ja, um den Fernseher zu verstärken, aber. Oder die Nachbarn, wenn die was erzählen. Und dann hieß es dann noch irgendwie, soweit ich mich erinnere, geschickt getarnt als normales UKW-Radio. Ne? Wenn jemand fragt, was ist, ich höre Radio. Ich höre einfach Radio. Ja. Ich belausche hier niemanden. Nö. Bestellen Sie jetzt den Alleshörer. Ich stehe hier nur mit einem mega fetten Kopfhörer. Und so einem Transistor um meinen Hals gehangen. Genau. Ich belausche sie nicht. Ja, genau. Und noch ein, ein Fernglas noch mit dabei, wahrscheinlich. So ein Stalker-Fernglas. Ich habe nur leider diese Werbung, diesen Clip vom Alleshörer bei YouTube nicht gefunden. Ja. Ich hätte den sehr gerne mal abgespielt, Sound. Aber auch wie geschickt die dieses Produkt benannt haben, der Alleshörer. Ne? Du hättest ja auch nennen können, der Abhörer. Der Schnüffler, der Schnüffelhörer oder so. Aber das wäre dann natürlich wieder schon wieder zu dreist gewesen. So. Ja. Da hätten die schon wieder so ein bisschen Ärger kriegen können. Aber der Alleshörer ist perfekt. Ja, das ist gut, ne? Ja, aber warum? Ich werde dann noch genauer mal nachgucken, ob ich den vielleicht nicht doch noch finde. Also ich bin schon echt beeindruckt. So ein Scheiß wird heutzutage nicht mehr verkauft. Kann das sein? Es wird total viel Scheiß noch verkauft. Aber so ein Scheiß nicht. Guck einfach mal, was hier TCM, Chibo und so weiter so anbietet. Irgendwie, es gibt doch nur Scheiß. Aber diese Kuriositäten, diese schrägen, obskuren Sachen, die haben so wahrscheinlich, das ist halt so ein Relikt vom Teleshop. Das gibt's halt auch nirgendwo anders mehr. Aber im Teleshop, da funktionieren, glaube ich, auch nur ganz bestimmte Produkte. Ja, weil auch die Technik ist ja ganz anders. Du kannst ja nicht einfach irgendwie sagen, ich verkaufe hier einen Stuhl. Das zieht da nicht, ne, im Teleshop, ne? Weil für einen Stuhl läufst du in Baumarkt. Aber in Baumarkt? Oder in Möbelladen. Ja. Aber bei Teleshop, da muss schon sowas verkauft werden, wo man so sagt, oh geil, das will ich haben. Ja, genau, oder? Genau. Ja. Aber apropos Baumarkt und Stuhl, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu der Auflösung des kleinen Psychospielchens, was wir gemacht haben. Interessiert. Machen wir das jetzt direkt oder wollen wir noch einen Song spielen? Nee, lass mal direkt machen. Wir haben schon viel Song gespielt. Sag mal, wie lange reden wir eigentlich schon? Weiß ich nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Okay, alles klar. Ich dachte nur, Nee, jetzt, ob wir vielleicht irgendwann mal zum Ende kommen. Ja, das ist jetzt das ist jetzt auf jeden Fall der Schluss. Okay. Dass wir jetzt die Auflösung des Quizzes, des Psychospielchens. Eigentlich hatte ich noch was. Das erzähle ich in der nächsten Folge. Okay, cool. Okay. Ich freue mich drauf. Ja. Also, du hast dich einmal für diesen kubistischen Wohn-Apartment-Architektenmäßige Architektenhaus. Das ist geil. Ich sehe dich die ganze Zeit mit diesen riesen Kopfhörern. Du hast heute so große Kopfhörer an. Die hast du mir mitgebracht. Ja, ich weiß, aber das ist mein Alleshörer. Ich muss die ganze Zeit an den Alleshörer denken. Ich komme von diesem Bild nicht weg, das gut, wie du hinter so einer Hecke sitzt. Und weil du mal wieder nichts zu tun hast mit deiner Freizeit, weil du einfach zu viel Zeit hast und mit so einem Alleshörer deine Nachbarn belauscht. Ja, genau. Diese Gespräche sind wahrscheinlich auch hochinteressant, musst du unbedingt mitbekommen. Ne? Weißt du, wie ich darauf gekommen bin, auf diesen Alleshörer und auf Teleshop? Wer will denn seine Nachbarn abhören? Und ja, gibt's genug. Wie langweilig ist das denn? Ja, das ist langweilig. Ich will gar nicht wissen, was meine Nachbarn erzählen. Aber es gibt genug, die ich bin das froh, wenn ich genau das nicht hören muss. Also ich hatte mir so für die Arbeit solche Bluetooth-Knüppelchen da fürs Ohr geholt. Ja. Hier EarPods oder wie das so heißt. Und dann habe ich festgestellt, dass der Alleshörer doch besser ist. Nein, du kannst das dann in den Einstellungen machen, dass du dich selber auch hörst beim Telefonieren. Okay. Weißt du, das ist ja schon sehr verschlossen. Ja. Und wenn ich telefoniere darüber, höre ich meine eigene Stimme nicht. Und das war irgendwie so default-mäßig eingestellt. Ich habe gedacht, klingt irgendwie komisch. Mhm. Warum höre ich mich denn da selber drin? Und wo dann mein Gegenüber aufgelegt hat, war dann das immer noch aktiv. Und dann konnte ich halt so meine Umgebung, so ein Kollege, der sich irgendwie einen Kaffee geholt hat oder so, den durch das Großraumbüro ging, den konnte ich da total laut hören. Und dann habe ich gesagt, ey, wie diese Alleshörer von früher, vom Teleshop.
Geil. Weil letztendlich ist es das. Das ist ein Mikro, was das irgendwie so ins Ohr überträgt. Ja. Hätte ich wahrscheinlich genauso gehört, wenn ich das Teil nicht im Ohr gehabt hätte. Klar, aber so ist es irgendwie anders. Genau. Ja. Kommen wir zu diesem Haus. Ja. Hier ist es nochmal. Ja. Dieses... Der Bungalow. Ja, der Bungalow. Der puristische Bungalow. Ein bisschen kalt. Ja, aber stylisch. Stylisch, ja. Und da, jetzt geht es darum, was bist du für ein Typ? Und ich lese dir mal vor, was dahinter steht. Dieses Haus lässt vermuten, dass sie eine interessante und durchaus komplexe Persönlichkeit besitzen. Sie sind meinungsstark und nehmen gern am Weltgeschehen teil. Manchmal allerdings mangelt es ihnen an Vertrauen in die eigenen Vorstellungen und Reaktionen. Sie empfinden dies als Schwäche und neigen deshalb dazu, sich stark und entschlossen zu geben. Durch diese Diskrepanz zwischen äußerem Anschein und innerer Realität wirken sie manchmal etwas schroff, obwohl ihre Gedanken und Gefühle eigentlich sehr subtil und interessant sind. Die Welt braucht Menschen wie sie, die extravertiert und kreativ sind, mutig aus sich herausgehen und bereit sind, einen Standpunkt zu vertreten. Präzision und Prinzipientreue bestimmen ihr Handeln. Haben sie keine Angst, ihre wahre Vielschichtigkeit zu zeigen. Sie werden dadurch als Mensch noch mehr erreichen können. Ich glaube, ich habe das falsche Haus ausgesucht. Meinst du? Bist du nicht präzise und prinzipientreu? Nee, passt alles nicht. Ja, ja, da sieht man, so ein bisschen, du bist ein komplexer Typ. Okay. Und äußerer Schein und innere Realität, ja, du bist ein bisschen im inneren Kampf mit dir selbst, okay, oder? Ja, natürlich, stimmt so. Ja. Aber ich halte ja nicht so viel von diesen Psychotests und Bildern und deute deine Persönlichkeit. Also ich finde das ganz schwierig, da danach zu gehen. Ja, aber pass mal auf, dann nehmen wir mal hier diesen Stuhl. Hier dieser Stuhl von diesem Psychologen, das wolltest du doch nicht mehr haben, oder? Du wolltest doch jetzt hier doch diesen knautschigen. Gib mir den knautschigen. Diesen knautschigen. Diese Lederknautsch. Diese Lederknautsch-Sofa-Garnitur mit diesen hohen Lehnen. Ne? Ach ja, schön gemütlich, aber immer noch ein bisschen elegant mit dem glatten Leder. Okay, dann gucken wir mal, was da steht. Ja. Ihre Freunde erleben sie als warmherzigen, hilfsbereiten Menschen, denn in der... Stimmt. Hilfsbereiten Menschen... Erster Satz, stimmt. Denn in der Welt, die sie um sich herum geschaffen haben, sind sie stets willkommen. Stimmt. Sie fühlen sich darin wohl, geliebt und respektiert. Stimmt. Es ist eine Welt, in der sie Gefühle offen zeigen und Mitgefühl erwarten können. Richtig. Durch diese Bereitschaft, ein verlässlicher Freund zu sein, befriedigen sie vielleicht ihr Bedürfnis, gebraucht zu werden. Sie könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie manchmal glauben, Liebe zu geben sei dasselbe, wie man selbst zu sein und dass es ihnen nur dann gut geht, solange sie der Gebende sind. Manchmal allerdings überspielen sie das, neigen tief im Inneren dazu, die Liebe und die Zuneigung, die andere ihnen entgegenbringen, zurückzuweisen oder anzuzweifeln. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie sich nicht sicher sein können, dass die Gefühle aufrichtig sind. Sie geben sehr viel. Versuchen Sie auch etwas mehr zu nehmen und seien Sie dabei glücklich. Ja, doch. Da steckt viel Wahres drin. Da steckt was drin, ne? Ja. Ist aber auch viel Gelaber. Das ganze Psychogelaber. Ich glaube ja auch diesen ganzen Psychologen immer nur so zur Hälfte. Immer nur zur Hälfte. Aber immerhin, da ist so viel Gelaber dabei. Immerhin zur Hälfte. Am Ende, was zählt am Ende? Also. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ja. Das müssen wir noch rausfinden. Wie viele Jahre haben wir dafür noch Zeit? Wie viele Zart- und Bitter-Folgen werden wir noch tun, um herauszufinden, was wir wirklich wollen? Ich nenne mal eine Zahl, 240. Okay, wow. Wo wir hinwollen und was zählt. Okay, damit sind wir jetzt am Ende von unserer kleinen Sommerloch-Episode. Nach diesem kleinen Psychotest, Micha, ich muss das selber auch mal mit dir machen. Ich ging ein bisschen nach hinten los, ne? Ja, es ist viel Gelaber, also irgendwie dieses... Irgendwelche Bilder und dann steht dahinter was drauf. Da kannst du mir auch ein Sternzeichen vorlesen. Ja, ich habe also das schon. So ein bisschen dieser Sternzeichen, wie so ein Sternzeichen. Ich habe das schon für mich gemacht und das hat bei mir schon, glaube ich, ganz gut getroffen. Kann ich dir vielleicht beim nächsten Mal erzählen. Also jetzt hier mit dieser Folge, mein Navi würde jetzt sagen, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Okay, was würde dein Navi sagen? Mein Navi sagt, bitte wenden. Okay, wenn möglich, bitte wenden. Ja. Auch interessant. Ja. Interessant, was für unterschiedliche psychologische Ansätze, mit welchen psychologischen Ansätzen wir hier diesen Podcast verfolgen. Und dabei, Micha, damit sagen wir jetzt Tschüss und verabschieden die Leute in die Nacht, in den Tag,
Genießt die warmen Tage, die jetzt noch auf euch zukommen. Viele werden es nicht mehr sein. Ich glaube, es werden jetzt verregnete Tage, die auf uns zukommen. Ja, aber auch noch warm, aber dann irgendwann. Warm und verregnet. Man merkt schon, so langsam kommt der Herbst. Ne? Merkst du es auch schon so langsam? Ich merke es noch nicht. Nein. Echt nicht? Nein. Schade, ich wollte noch so am Ende sowas Vergängliches raushauen. Sowas, ja, auch der Sommer, oder? Ist vergänglich, lieber Stefan. Alles ist vergänglich, auch ja. Der Podcast ist vergänglich. Okay. Auch du bist vergänglich. Ja. Danke, dass du mir das nochmal sagst. Genau. Und mich mit deinem Scheißgefühl hier entlässt. Danke, dass ich nach wie vor immer noch diese dicken Kopfhörer auf dir drauf sehe und den Alleshörer okay. Die ganze Zeit bei mir noch alles klar auf dem Schirm habe. Okay, ja, das war schön. Schön, ja. Ich sag einfach schön, tschüss, ja. Ich sag nicht, Michael, es war mal wieder wunderbar mit dir. Das ist gut, dass du das nicht sagst. Nein, das ist schon lange vorbei, ja. Die Phase ist schon lange die vorbei. Phrasen, die sind vorbei. Die Phase vorbei und die Phrasen die, sind die Phrasenphase ist vorbei. Ja. Okay, wunderbar. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter.